Mehr als ein oder zwei Jahre gebe ich dem Theater auch nicht. Das wäre schön.
Ihr Polizisten leistet eine hervorragende Arbeit, altes und kaputtes Spielzeug wieder herzurichten, um auch armen Kindern eine schöne Weihnacht zu bescheren. Ja, ja, da haben wir wenigstens etwas zu tun, wenn wir auf der Regierung sitzen müssen. Immer nur Karten spielen wird auf die Dauer langweilig. Dann reinigt man seinen Revolver und schießt sie dir den Fuß. Oh, hey! Teddy, geh nach oben und hol die große Kiste aus Tante Marthas Zimmer. Wie geht es Ihrem Mann heute, Mr. O'Hara, wenn ich der Krank, Dr. Harper? Lungenentzündung. Attacke! Danke, schon sehr viel besser, Miss Booster. Er ist noch ein wenig schwach auf den Beinen. Ich hole Ihnen etwas Rinderbrühe, nehmen Sie ihn doch mit. Ach, keine Umstände, Miss Booster. Sie haben schon so viel für ihn getan. Wir haben Sie heute früh zubereitet. Martha bringt Sie gerade dem armen Mr. Benitzki. Nur eine Minute. Setzen Sie sich und machen Sie sich bequem. Man kann Sie und Ihre Schwester einfach nicht davon abhalten, Gutes zu tun. Und Sie verlangen nichts dafür. Sie interessieren sich noch nicht einmal dafür, welche Partei man wählt. Ach, als ich nach Brooklyn versetzt wurde und nebenan heimzog, ging es meiner Frau schon nicht mehr gut. Als sie starb und all die Monate davor, habe ich erst durch den Gruß der Schwestern erfahren, was richtige Güte und vollkommene Hilfsbereitschaft bedeuten. Ich muss das Kabinett einberufen, um Ihre Hilfslieferungen genehmigen zu lassen. Das hat er früher ganz oft mitten in der Nacht getan. Die Nachbarn haben natürlich jedes Mal ans Krach geschlagen. Die haben sowieso ein bisschen Angst vor ihm. Aber er ist doch ganz harmlos. Zum Glück hält er sich für Teddy Roosevelt. Er hätte es auch schlimmer treffen können. Hartes Schicksal. In einer so netten Familie. Ein völlig übergeschnappter Junge. Das ist ein Vater. Also der Bruder, der bei Alten war, der war so etwas wie ein Genie. Ja, ja. Und Ihr Vater, also Teddys Großvater, war, soweit ich gehört habe, auch ein wenig verrückt. Allerdings ein cleverer Verrückter. Er hat 1 Million Dollar gemacht. Wirklich hier in Brooklyn? Ja, ja. Mit patentrechtlich geschützten Arzneimitteln. War so eine Art Quacksalber. Da ist es ja schon Edward. Der hat ihn noch gekannt. Dieses Haus hier, das war so etwas wie eine Klinik. Konnte seine Mittelchen gleich an den Leuten hier ausprobieren. Gut, manchmal ging auch etwas schief. Aber die Polizeibehörde hat ihn in Ruhe gelassen. Im Gegenzug hat er dann uns geholfen. Autopsien, besonders in Vergiftungsfällen. Na, jedenfalls, seine Töchter hat er für den Rest ihres Lebens gut versorgt. Und dafür muss man Gott danken. Nicht etwa, dass sie das Geld für sich behalten. Das stimmt. Ich weiß, wie wohltätig Sie sind. Ach, Sie wissen nur von einem kleinen Teil. Als ich damals noch bei der Suchtdienstmeldestelle arbeitete, da sollte ich ja meinen alten Mann suchen. Ja? Den habe ich allerdings nie gefunden. Jedenfalls stellte ich fest, dass dieses Haus bei der Zimmeragentur auf der Liste der möblierten Zimmer stand. Ja, ja. Sie vermieten gar keine Zimmer. Aber ich wette mit Ihnen, dass jeder, der hierher kommt und aufs Zimmer sucht ist, mit einer guten Mahlzeit im Markt und mit ein paar Handvoll Dollar in der Tasche wieder geht. Ja, so sind Sie. Sie finden immer jemanden, den Sie Gutes tun können. Oh, das ist aber eine nette Runde. Guten Tag, Miss Brewster. Oh, wie geht es Ihnen, Miss O'Hara, Dr. Harper? Danke sehr, wie soll Ihnen? Ich komme wegen der Spielsachen für den Weihnachtsbazar. Ach ja, Teddys Armee und Marine. Sie sind zwar etwas kaputt, aber ich habe sie alle recht gut eingepackt. Der Oberst ist gerade deswegen oben. Ich glaube, das Kabinett muss noch zustimmen. Ach ja, natürlich. Geht es Ihrem Mann besser? Hm, schon sehr viel besser. Er ist nur ein wenig schwach, aber Miss Ellie macht gerade eine Brühe für ihn zurecht. Die soll ich dann mitnehmen. Ja, die haben sie heute Morgen frisch gemacht. Oh, Martha, du bist schon zurück. Wie geht es Mr. Benitzki? Oh, es ist sehr ernst, Liebes. Der Arzt war gerade da. Morgen früh will er amputieren. Dürfen wir dabei sein? Leider nein. Ich habe sofort gefragt, aber er sagte, das sei gegen die Vorschriften des Krankenhauses. Aber dabei können Sie doch wirklich nicht helfen. Das sollten Sie sich ersparen. Bitte, O'Hara, hier ist die Brühe. Sie müssen sie richtig heiß machen. Ah, danke, Ma'am. Ah, und hier ist die Hilfslieferung. Oh. Das wird aber viele, viele Kinder freuen. Und Maddys Sohn ist ganz wild nach wilden Kreaturen. Das ist General Miles. Ich muss den leider pensionieren. Sehen Sie hier. Die Oregon. Teddy, leg sie sofort zurück. Nein, die Oregon muss nach Australien. Komm, Teddy. Nein,
Ich habe Fighting Bob Evans mein Wort darauf gegeben. Aber Teddy! Aber ist doch egal, wer sie bekommt, ob Bobby Evans oder Icy Cohn. Ich muss jetzt gehen. Und nochmal, Max. Vielen, vielen Dank. Nicht zu danken und auf Wiedersehen. Ich muss jetzt auch. Bevor sie gehen, hab ich gehabt. Attacke! Stürmt das Blockhaus! Blockhaus? Ja, die Treppe ist für ihn der Hügel von St. Frank. Haben die schon mal versucht, ihm beizubringen, dass er nicht Präsident Roosevelt ist? Aber nein, er ist doch so glücklich, Teddy Roosevelt zu sein. Einmal vor langer Zeit, weißt du noch, Martha, da dachten wir, dass es eine angenehme Abwechslung für ihn sein müsste, George Washington zu sein. Er hat sich tagelang unter dem Bett verkrochen und wollte überhaupt niemand mehr sein. Und uns ist es natürlich lieber als Teddy Roosevelt als überhaupt niemand. Nun, solange er dabei glücklich ist und vor allem, solange Sie dabei glücklich sind. Bitte sehen Sie doch zu, dass er dieses hier unterschreibt. Was ist das? Dr. Harper hat alle Vorbereitungen dafür getroffen, dass Teddy in das Sanatorium zum fröhlichen Hirtenaufenthalt geht, wenn wir nicht mehr sind. Aber warum muss Teddy das jetzt schon unterschreiben? Ach, es ist besser, wenn alles geregelt ist. Wenn der liebe Gott sie plötzlich abberufen sollte, können wir Teddy vielleicht nicht mehr dazu überreden. Und dann käme es wahrscheinlich zu einer unangenehmen Regelung auf dem Behördenweg. Ich habe bereits mit Mr. Witherspoon gesprochen. Die Papiere kommen zu den Akten, die sie wirklich gebraucht werden. Mr. Witherspoon, wer ist das? Das ist der Leiter des Sanatoriums zum fröhlichen Hirten. Dr. Harper hat die Sache so arrangiert, dass Mr. Witherspoon morgen oder übermorgen vorbeikommt, um Teddy kennenzulernen. Jetzt muss ich aber wirklich nach Hause, sonst kommt Elaine noch herüber, um mich zu suchen. Grüßen Sie Elaine von uns, Dr. Harper, und urteilen Sie nicht zu hart über Mortimer, nur weil er Theaterkritiker ist. Irgendjemand muss das ja schließlich auch machen. Hast du gerade Tee getrunken? Ist es nicht ein bisschen spät dafür? Ja, und mit dem Abendbrot wird es auch ein bisschen spät werden. Warum denn? Teddy, ich habe gute Neuigkeiten für dich. Du gehst nach Panama reisen und eine neue Schleuse für den Kanal ausheben. Ah, hervorragend! Zeit Ihnen! Hurra! Ich werde sofort meine Reisevorbereitungen treffen. Attacke! Teddy, in meiner Abwesenheit. Ja, Liebes, ich konnte nicht länger auf dich warten. Ich wusste ja nicht, wann du zurückkommen würdest und Dr. Harper war auf dem Weg hierher. Aber ganz alleine? Ich bin ganz gut zurechtgekommen. Ich laufe gleich hinunter und schon mal. Aber Martha, dafür war doch gar keine Zeit. Und außerdem war ich doch auch allein. Also. Martha, die Fensterbank! Ja, wenn Mortimer kommt, sagen Sie ihm bitte, dass ich gleich wieder da bin. Hallo!
Hallo, Elaine. Grüß dich, Tante Martha. Effie, Mortimer ist da! Wohin wolltest du denn? Ich wollte Vater bitten, meinetwegen nicht aufzubleiben. Oh, ich wusste ja nicht, dass sowas immer noch sein muss. Nicht mal in Brooklyn. Hallo, Mortimer. Hallo, Tante Effie. Wie geht es dir, mein Liebling? Danke. Du siehst ja fantastisch aus. Du hast dich seit gestern kaum verändert. Tatsächlich, das war erst gestern. Wir sehen uns oft in letzter Zeit. So setz dich doch. Haben wir nicht was in der Küche zu tun? Wieso? Du weißt doch, das Teeservin. Ja, das Teeservin. Bitte setzt euch. Macht es euch so bequem, einfach wie zu Hause. Weiß nicht. Wohin wolltest du gerne essen gehen? Ach, mir egal, ich bin nicht hungrig. Ich auch nicht. Hab gerade gefrühstückt. Denke, wir warten bis nach dem Theater. Aber das ist doch zu spät, oder? Nicht bei dem Mist, den wir uns heute Abend ansehen müssen. Nach dem, was ich bis jetzt darüber gelesen habe, sind wir bereits um 10 in Blakes Restaurant. Ach, du solltest fairer mit diesen Theaterstücken umgehen. Oh, gehen denn diese Theaterstücke fair mit mir um? Aus einem Musical bist du noch nie vorher rausgelaufen. Wir gehen doch auch heute in kein Musical. Nein? Du bist so oberflächlich. Oh, von wegen. Musicals wirken irgendwie angenehm auf deinen Charakter. Sie machen dich menschlicher. Nach einem ernsten Theaterstück schließt man sich Proletariat in der U-Bahn an. Ich muss mir dabei auch noch einen Vortrag über das Theater anhören. Nach einem Musical bringst du mich mit dem Taxi nach Hause und probierst mich zu küssen. Moment mal, mein Liebling. Also das ist ja wohl wirklich eine sehr ungenaue Beschreibung. Wieso? Ich möchte bitte nur erwähnen, dass du nach dem Bärmann-Stück zu mir gesagt hast, ich sei eine authentische Schönheit. Ja! Das ist eine verdammte Zumutung für ein Mädchen. Erst nach unserem ersten Musical fiel dir auf, dass ich schöne Beine habe. Und die habe ich auch. Aha. Dabei fällt mir ein, ich muss wirklich hinüber und meinem Vater sagen, dass er heute Nacht nicht auf mich zu warten braucht. Im Grunde genommen kann ich es überhaupt nicht verstehen. Was? Dass ich mich in ein Mädchen verliebt habe, das in Brooklyn wohnt. Verliebt? Ist es nicht unter deiner Würde, so deutlich zu werden? Nein. Aber ich weiß doch, dass man bei dir um Standesamt sowieso nicht herumkommt. Ach, ich kann es mir noch ein paar Jahre leisten, ein braves Mädchen zu sein. Aber ich kann nicht mehr so lange warten. Sag mal, können wir denn nicht ganz schnell heiraten? Sagen wir heute Abend. Ich fürchte, mein Vater wird darauf bestehen, uns zu trauen. Oh, und ich fürchte, seine Hochzeitsrede wird ohne jeden Schwung sein. Schreibst du schon jetzt eine Kritik darüber? Ach, verzeih mir, Liebling, Berufskrankheit, aber vielleicht schreibe ich da gerade heute eine richtig gute Kritik über dieses Theaterstück. Ach, Mortimer, tu nicht so, als ob du mich so sehr liebst. Sag deinem Vater, dass er heute Abend auf gar keinen Fall auf dich zu warten braucht. Ich glaube, gerade heute Abend sollte er auf mich warten. Also gut, ja. Alles soll also seinen gesetzlichen Gang gehen, aber spätestens nächsten Monat. Ach, Liebling, ich bespreche alles mit Vater und wir machen den Termin fest. Nein. Wir müssen zuerst mal sehen, was gerade in den Proben ist. Im Oktober gibt es meist viele Premieren. Ja. Hallo, Mortimer! Wie geht es Ihnen, Mr. President? Ausgezeichnet, danke, ganz ausgezeichnet. Welche Nachrichten bringen Sie mir? Eigentlich nur eine. Das ganze Land steht geschlossen hinterhin. Ja, ich weiß. Ist das nicht herrlich? Auf Wiedersehen. Wohin geht die Reise? Nach Panama! Du musst wissen, er hebt dort auch ein Schleusenhaus für den Kanal. Du bist rührend zu ihm. Ich glaube, er mag dich sehr. Ja, Teddy war ja auch immer schon mein Lieblingsbruder. Lieblingsbruder? Hast du noch mehr davon? Ja. Ich habe noch einen Bruder, Jonathan. Von dem habe ich noch nie gehört. Auch deine Tanten haben ihn nie erwähnt. Ja, wir reden auch nicht gerne über Jonathan. Er hat Brooklyn sehr früh verlassen. Ja, nach ausdrücklicher Aufforderung.
Jonathan gehörte schon immer zu den Jungs, die gerne Regenwürmer zerteilen mit ihren Zähnen. Was ist aus ihm geworden? Oh, ich weiß es nicht. Naja, eigentlich wollte er ja Chirurg werden, wie sein Großvater. Nur er wollte davor eben nicht Medizin studieren. Nein, nein. Er wollte gleich praktisch arbeiten. Kommt ihr nicht zu spät ins Theater? Denke, wir lassen das Abendessen heute aus. Vor einer halben Stunde müssen wir nicht los. Dann lasse ich euch besser wieder alle. Das ist gar nicht nötig. Ich muss ständig über meinen Vater sprechen. Jedes Mal, wenn ich mit dir ausgehe, betet er ein kurzes Gebet für mich. Ich bin gleich wieder da. Ich laufe über den Friedhof. Wenn dein Gebet nicht zu lange dauert, so bleibt mir noch Zeit, dich zu den destillierten Gewässern zu führen. Mortimer, das ist das erste Mal, dass ich einen Bibelspruch von dir höre. Ich wusste immer, dass Elaine einen guten Einfluss auf dich hat. Ach, übrigens, ich werde sie heiraten. Was? Oh, Liebling! Mortimer und Elaine werden heiraten! Oh, Mortimer! Im Geheimen haben wir immer gehofft, dass es so kommen würde. Elaine muss die glücklichste Frau der Welt sein. Glücklich ist ja gar kein Ausdruck. Schaut nur hier, wie sie über die Gräber springt. Ah, mir fällt gerade ein. Übrigens, ich habe hier letzte Woche einen großen Umschlag liegen gelassen. Darin befand sich ein Kapitel meines Buches über Thoreau. Sag mal, habt ihr ihn irgendwo gesehen? Wenn du ihn hier hast liegen gelassen, dann wird er hier schon irgendwo sein. Wann wollt ihr denn heiraten? Was sind eure Pläne? Kannst du uns nicht ein bisschen mehr von Elaine erzählen? Elaine? Oh, Elaine findet es brillant. Was, Liebling? Mein Kapitel über Thoreau. Ach, wenn Elaine zurückkommt, dann müssen wir feiern und auf eure Feier anstoßen. Martha, haben wir noch etwas von dem Lady Walter Mamama-Kuchen übrig? Mortimer, wenn du heute mit deiner Verlobten Elaine im Theater sitzt, dann wird dir jedes Stück gefallen. Ist es vielleicht was Romantisches? Wie heißt es denn? Mörderlein! Ja, das Erste, was man zu sehen bekommt, wenn der Vorhang aufgeht, ist eine Leiche. Nachgedacht, ich meine, Teddy in das Sanatorium zu bringen, die Hirten. Es ist alles vorbereitet. Dr. Hart hat heute die Papiere vorbeigebracht. Teddy muss sie nur noch unterschreiben. Hier sind sie. Er muss sofort unterschreiben. Dr. Hart war auch dieser Meinung. Er sagte, dann gibt es wenigstens keine rechtlichen Schwierigkeiten mehr, wenn wir nicht mehr sind. Er muss sofort unterschreiben. Er ist unten im Keller. Hol die gleich ab. Aber nein, so eilig ist es nun auch wieder nicht. Das finde ich auch. Wenn Teddy am Kanal arbeitet, kann er an überhaupt nichts anderes denken. Teddy muss sofort zum Fröhlich werden. Noch heute Nacht. Na nein, Liebling. Das wird erst nötig sein, wenn wir nicht mehr leben. Sofort, ich sag's euch. Er muss sofort aus dem Haus. Warte mal, wie kannst du so etwas sagen? Wir werden uns auf gar keinen Fall von Teddy trennen, solange wir noch leben. Ihr Lieben, ich muss euch was sagen. Ich habe keine guten Nachrichten für euch. Wir müssen uns jetzt alle zusammenreißen und versuchen, einen klaren Kopf zu bewahren. Wir haben ja lange genug Teddy Schwachsinn mitgemacht. Nur weil wir immer geglaubt haben, dass er harmlos ist. Er ist ja auch harmlos. Er war harmlos und deshalb muss er sofort zum Fröhlich werden. Deshalb muss er eingesperrt werden. Warte mal, was hast du denn auf einmal? Was hast du denn gegen deinen Bruder? Irgendwann werdet ihr es ja doch erfahren. Also, warum nicht heute? Teddy hat einen Mann ermordet. Ach, Blödsinn, Liebling. In dieser Truhe ist eine Leiche. Ja, Liebling, das wissen wir schon. Ihr wisst das schon? Aber ja, Liebling, aber das hat ja überhaupt nichts mit Teddy zu tun. Nein, und jetzt, Mortimer, vergiss es einfach. Vergiss, dass du den netten Herrn überhaupt gesehen hast. Vergessen? Wir haben ja nicht daran gedacht, dass du hier herumsuchen würdest. Ach, wer ist es? Hoskins heißt
Methodist ist. Das ist alles, was ihr wisst? Ja, was macht er dann hier? Was ist mit ihm geschehen? Nun, er ist gestorben. Tante Martha, Männer leben, sie geht einfach so in eine Fenstertruhe, um zu sterben. Super, Junge, zuerst ist er gestorben. Ja, wie? Mortimer, jetzt sei nicht so inquisitorisch. Denn er starb, weil er ein Glas Wein mit Gift getrunken hat. Ja, und wie kam das Gift in den Wein? Also, wir tun das Gift in den Wein, weil man da es weniger merkt. Man ist so unangenehm. Und ich habe Mr. Hoskins nur deshalb in die Fenstertruhe gelegt, weil Dr. Harper auf dem Weg hierher war. Dann hast du also genau gewusst, was du getan hast. Du wolltest nur nicht, dass Dr. Harper dir leid wird. Ach, aber doch nicht zum Tee. Das wäre nicht besonders nett. So, Mortimer, jetzt weißt du alles und jetzt vergisst du es auch wieder. Martha und ich haben nämlich auch das Recht auf unsere kleinen Geheimnisse. Und erzähl es nicht leider. Hey, ach, Abby, da fällt mir gerade ein. Ich habe vorhin Miss Schulz getroffen. Es geht ihr schon wieder viel besser. Aber sie wäre sehr froh, wenn wir bald mit ihrem Jungen wieder ins Kino gehen. Warum denn nicht morgen oder übermorgen? Aber diesmal suchen wir den Film aus. Der Junge bekommt mich nicht wieder in so ein Gruselein. Sie sind jetzt jedenfalls alle unten im Keller. Shh, shh. Elle,
pass mal auf. Ja, ich hab dich doch nur angerufen, weil du mir einen kleinen Gefallen tun musst. Du pass mal auf, ich kann heute Abend nicht ins Theater gehen. Nein, ich kann diese Kritik nicht schreiben. Du musst George anrufen. Er muss für dich hingehen. Er muss die Kritik schreiben, ja. Ach, das ist doch meine Abteilung, mein Gott. Und ich sage, was nicht gemacht wird. Also jetzt mach nicht lang rum, ruf George an. Ich werde dir morgen alles erklären. Also. So, wo waren wir stehen geblieben? 12! Ja, Abby besteht darauf, dass wir den ersten mitziehen. Dann sind es genau 12. Also gut. Also gut. Er war der Erste. Mr. Mitchley, er war Baptist. Das stimmt. Aber meiner Meinung nach können wir den nicht aus unserer Konto buchen, weil er einfach so gestorben ist. Martha meint ohne unsere Hilfe. Er kam zu uns, um sich ein Zimmer anzusehen. Das war kurz nachdem du nach New York gegangen bist. Wir fanden es nicht richtig, ein so schönes Zimmer leer stehen zu lassen, wo es doch so viele Leute gibt, die dringend eins brauchen. Und er war ein so einsamer alter Mann gewesen. Seine Kinder, seine Verwandten, alle waren tot. Er war vollkommen allein und verlassen. Er hat uns so schrecklich leid getan. Und als er dann auf einmal einen Herzanfall bekam und tot in diesem Sessel saß, da schaute er so friedlich aus. Weißt du noch, Martha? Damals beschlossen wir auch anderen älteren, einsamen Leuten zu diesem Frieden zu verhelfen. In diesem Stuhl hier ist er also gestorben. Das war ja grauenhaft für euch. Aber gar nicht. Im Gegenteil, es war wie in alten Zeiten. Bei deinem Großvater lag auch ständig ein paar Leichen herum. Und Teddy war gerade dabei, den Panama-Kanal zu graben und dachte, dass Mr. Mitchell ein Opfer des Geldfiebers war. Ja, darum muss er sofort begraben werden. Deshalb trugen wir ihn zusammen hinunter nach Panama und legten ihn in eine Schleuse. Deshalb sagen wir dir ja, du sollst dich nicht so aufregen. Wir wissen ganz genau, was man in solchen Fällen tun muss. So hat also alles angefangen. Ein Mann kommt herein und stirbt. Ja, aber wir wussten natürlich, dass wir uns nicht darauf verlassen können. Das ist beim nächsten Mal. Dann lass dich doch an die vielen Gläser mit Gift, die seit Jahren auf dem Regal in Großvaters Labor stehen. Du weißt doch, deine Tante Martha hat immer wieder Lust auf neue Rezepte. Du hast doch auch von ihrer selbstgemachten genossen. Dabei ist es so einfach, mein Junge. Auf ungefähr 4 Liter Holunderwein nehme ich einen Teelöffel Arsen, einen halben Teelöffel Strychnin und eine Prise Zyankali. Das dürfte es ganz schön in sich haben. Oh, das hat es auch. Einer unserer Herren fand sogar noch die Zeit zu sagen, wie köstlich. Ich muss mich ein bisschen anschauen. Ich wünschte, du würdest zum Essen bleiben. Ich probiere ein neues Rezept aus. Ich würde keinen Bissen runterkriegen. Ach, mein Name hält dir, Martha. Jetzt fühle ich mich wirklich wohler. Du wartest ja noch auf Elaine. Ich kann mir wirklich vorstellen, wie glücklich du jetzt bist. Ach, bis spät. Ich lass dich jetzt alleine, deinen Gedanken. Eben nicht. Aber Mortimer, wir wollten doch bald heiraten. Was
heiraten? Hast du etwa vergessen, dass du vor einer Viertelstunde einen Heiratsantrag gemacht hast? Was habe ich gemacht? Ach ja, und so viel ich weiß, gilt der auch noch. Elaine, bitte geh jetzt nach Hause. Na, hör mal, du kannst mir doch nicht in einer Minute einen Heiratsantrag machen und mich in der nächsten Minute aus dem Haus werfen. Ich werfe dich ja nicht raus, aber geh jetzt in den Tee. Nein, ich gehe nicht. Nicht bevor du mir für dein Verhalten eine Erklärung gegeben hast. Elaine, ich hätte keine! Elaine, ich hätte keine! Ey, fuck, jetzt warte, kannst du mal für mich mehr! Wart doch mal 5 Minuten, jetzt bleib doch mal da. Hey, nein, Alter! Hey! Sag mal, kannst du nicht mal einen Moment warten? Bin er nicht auf der Flucht? Hey! Nein, Mann! Du weißt, du bist ein süßes Mädchen. Und du weißt auch, dass ich dich über alles lieb hab. Und deshalb möchte ich jetzt, dass du nach Hause gehst und zu Hause drauf wartest, bis ich dich wieder anrufe. Spiel dich nicht auf, Mortimer. Und wenn wir erst verheiratet sind, dann wirst du wohl hoffentlich nicht mehr so anhänglich und auch nicht so fantasielos sein, wenn mich mal Probleme quälen. Und wenn wir erst verheiratet sind, hoffe ich, dass du dich adäquat verhältst, wenn wir überhaupt heiraten. Elaine, Elaine, Elaine! L, L! Bist du noch dran, L? Hallo, hallo! Ich habe gehört, bei Ihnen ist ein Zimmer frei. Ja, das stimmt. Wollen Sie nicht da reinkommen? Gerne. Sind Sie die Hausbesitzerin? Ja, ich bin Miss Brewster. Und das ist meine Schwester, auch Miss Brewster. Mein Name ist Gibbs. Wollen Sie nicht Platz nehmen? Sie müssen entschuldigen, wir haben gerade zum Amt eigentlich. Hallo. Hallo, hier Mord. Ja, Lokalredaktion. Bitte verbinden Sie mich nochmal mit L. Was? Was? Was los? Ach, Verzeihung, falscher Kunden. Kann ich das Zimmer sehen? Ach, nehmen Sie doch einen Moment Platz, damit wir Sie ein bisschen kennenlernen. Aber wenn mir das Zimmer nicht gefällt, dann bringt das doch auch nichts. Dann leben Sie in Brooklyn? Ich habe keine feste Wohnung. Ich lebe in einem Hotel, aber das gefällt mir nicht. Hallo, Lokalredaktion! Kennt Ihre Familie in Brooklyn? Ich habe keine Familie. Sind Sie dann ganz allein auf der Welt? So ist es. Oh! Hast du das gehört? Ja, dann sind Sie genau in das richtige Haus gekommen. So setzen Sie sich doch. Hallo, hallo, El, wir wurden unterbrochen. Ja, wir wurden unterbrochen, ich weiß. Du pass mal auf, ich ruf doch nur an. Ich kann heute Abend diese Kritik mitschreiben. Es geht wirklich nicht. Ich erkläre morgen alles. Ja, es ist halt so absolut unmöglich. Ich bin Presbyterianer. Wenigstens war ich es einmal. Was macht George denn in Bermuda? Was? Ja, natürlich habe ich ihm erlaubt, dass er auf den Bermudas Urlaub macht. Ach, das ist doch schließlich meine Abteilung, oder? Ja, da musst du dich eben nach einem anderen umsehen. Wer ist denn überhaupt noch im Büro? Sagen Sie, ist es hier immer so laut? Der Herr wohnt nicht bei uns. Aber pass mal auf, der eine, der Auszubildende, der muss doch noch da sein, ey. Der, den wir alle nicht ausstehen können, der Besserwisser, ist der noch da? Ja, sieh doch bitte mal nach. Ja, ich bleib dran. Ich würde jetzt wirklich gerne das Zimmer sehen. Das ist im oberen Stockwerk. Möchten Sie nicht vielleicht vorher ein Glas Wein probieren, bevor wir nach oben gehen? Ich trinke keinen Alkohol. Oh, er ist selbst gemacht. Es ist Holunderwein. Holunderwein? Ich habe keinen Holunderwein mehr getrunken, seitdem ich ein kleiner Junge war. Bitte gerne. Aber ein paar Schriftsetzer müssen doch noch wenigstens da sein. Ja, du weißt doch, der eine, der immer meine Artikel setzt, der muss doch wissen, wie ich schreibe. Ja, sieh doch bitte mal nach. Was? Was ist los? Nein, dritte Maschine von links, glaube ich. Joey heißt er oder so. Ja, aber er ist halt, 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 vielleicht ist er ein zweiter Alfred Kerr. Ist der Holunder aus dem eigenen Garten? Nein, aber der Friedhof ist voll davon. Ich sag dir eins, ich hab nichts getrunken. Aber das eine sag ich dir, wenn das Ganze hier so weiterläuft, dann fang ich mal damit an. Vermieten Sie auch mit Vollpension. Ach, das ließe sich schon machen. Aber zuerst einmal wollen wir sehen, wie unser Blunderwein schmeckt.
nicht nur gegen das Gesetz, das ist auch nicht richtig. Niemand hätte das verstanden, niemand, nicht einmal er selber. Wir hätten es Mortimer nicht erzählen sollen. Ich will sagen, es ist zu einer schlechten Angewohnheit geworden. Mortimer, wir haben dich nie von irgendwelchen Dingen abgehalten. Es besteht also auch überhaupt kein Grund, dass du dich in unsere privatesten Angelegenheiten einmischst. Hallo? Hallo, Al, ja gut, ich werde mir den ersten Akt anschauen und ihn total verreißen. Aber Al, pass mal auf, ich habe noch eine Idee. Du musst unbedingt O'Brien anrufen. Er muss zu mir ins Theater kommen. Unbedingt. Es lässt sich leider nicht ändern. Ja, ich habe jetzt keine Zeit, ich kann dir das nicht erklären. Mach mal nicht lang rum. Ruf O'Brien an, er muss kommen. Also. So. Ich muss euch mal sagen, ihr beide, ich muss jetzt doch ins Theater gehen. Es lässt sich leider nicht ändern. Aber ihr beide, ihr müsst mir was versprechen. Zuerst musst du uns sagen, was es ist. Ihr wisst beide, dass ich euch sehr, sehr lieb habe. Und ihr wisst auch, dass ich alles Menschenmögliche für euch tun würde. Und deswegen müsst ihr mir jetzt einen kleinen Gefallen tun. Was sollen wir denn tun? Gar nichts! Ihr sollt einfach gar nichts tun. Und vor allem sollt ihr Mr. Hoskins da liegen lassen, wo er nun mal liegt. Warum denn? Weil ich Zeit brauche, um nachzudenken. Und glaub mir, ich muss über sehr, sehr viel nachdenken. Und ich möchte nicht, dass euch in meiner Abwesenheit irgendetwas passiert. Was soll uns denn passieren? Ist doch egal, tut ihr mir jetzt diesen kleinen Gefallen oder nicht? Naja, wir wollten vor dem Essen eine Trauerfeier abhalten. Eine was? Eine Trauerfeier für Mr. Hoskins. Oder glaubst du etwa, wir würden ihn ohne ordentlichen methodistischen Gottesdienst begraben? Er hat uns schließlich gesagt, dass er Methodist ist. Könnt ihr denn damit nicht wenigstens warten, bis ich wieder zurück bin? Oh ja, da kannst du ja mitmachen. Ja, ja. Sag mal, denkt bitte daran, ihr dürft niemand ins Haus lassen. Absolut niemand. Naja. Wer nicht wegbringt. Mortimer, mach doch jetzt mit und wir tun dir den kleinen Gefallen. Sag mal, habt ihr vielleicht Schreibpapier im Haus? Ich bin ja bald wieder zurück. Ich muss nur noch einen Herrn treffen. Hier ist Briefpapier. Reicht es? Wunderbar. Ich spare dadurch viel Zeit. Jetzt kann ich nämlich die Kritik bereits auf dem Weg ins Theater schreiben. Johnny, ein gutes Versteck.
Die Familie muss noch hier wohnen. Nur Brewsters können in dieser Brewster-Atmosphäre leben. Ich hoffe, Sie werden ein gemästetes Kalb für den verlorenen Sohn schlachten. Das wäre prima, ich habe Hunger. Schon ich hole jetzt was zu trinken. Als wenn man uns erwartet hätte. Ein gutes Zeichen. Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Aber Tante Abby, Tante Martha, ich bin's, Jonathan. Verlassen Sie sofort unser Haus! Aber ich bin's, Jonathan, euer Neffe Jonathan. Nein, das sind Sie nicht, der sieht ganz anders aus. Versuchen Sie uns nicht zu täuschen und gehen Sie sofort! Aber ich bin wirklich Jonathan. Und das ist Dr. Einstein. Das kann nie im Leben Dr. Einstein. Und ich Dr. Albert Einstein, Dr. Hermann Einstein. Und wer sind Sie? Unser Neffe Jonathan sind Sie auf jeden Fall nicht. Ich sehe, du trägst immer noch den hübschen Granatring, den Großmama Brewster aus England mitgebracht hat. Und du, Tante Martha, trägst immer noch die hohen Kragen, damit man die Narbe nicht sieht von Großvaters Säure. Abby, seine Stimme erinnert mich schon an Jonathan. Hast du einen Unfall gehabt? Nein. Mein Gesicht. Dr. Einstein ist dafür verantwortlich. Er ist plastischer Chirurg. Er macht den Leuten neue Gesichter. Neu? Dieses Gesicht kenne ich doch. Abby, erinnerst du dich, als wir mit dem Schulz-Jungen im Kino waren und ich solche Angst hatte? Das ist das Gesicht von diesem Boris Karloff. Ruhig, Johnny. Bitte legen Sie sich nicht auf, meine Dame. In den letzten 5 Jahren habe ich schon das dreimal das Gesicht geändert. Ich werde ihm sofort ein anderes machen. Wenn Sie den Film meinen, den habe ich auch gesehen. Kurz vor der Operation. Ich war damals total besoffen. Siehst du jetzt, was du mir angetan hast? Selbst meine eigene Familie erkennt mich nicht. Johnny, du bist daheim in diesem reizenden Haus. Ach. Wie oft hatten wir von Brooklyn erzählt, von seinen heißgeliebten Tanten und diesem Haus. Sie kennen dich doch, Johnny. Meine Damen, Sie wissen doch, dass es Jonathan ist. Bitte reden Sie mit ihm. Na ja, gut. Bitte. Bitte. Jonathan, du bist lange fort gewesen. Was hast du denn gemacht in all den Jahren? Ja, wo bist du gewesen, Jonathan? Oh, ich war in England. Oh, ah. Südafrika. Oh, ah. Australien. Oh, ah. Die letzten 5 Jahre. Oh, ah. In Chicago. Dr. Einstein und ich hatten dort geschäftlich zu tun. Wir waren auch in Chicago zur Weltausstellung. Uns warst du gar nicht in Chicago? Genau, uns wird es auch mal zu heißen. Es ist herrlich, wieder zurück in Brooklyn zu sein. Und ihr, Tante Abby, Tante Martha, seid nicht einen Tag älter geworden. Ihr seid noch genau so, wie ich euch in Erinnerung hatte. Reizend, charmant, und gastfreundlich. Und was macht der gute Teddy? Ist er in die Politik gegangen? Eigentlich wollte mein kleiner Bruder ja Präsident werden. Danke, Teddy, geht es gut. Und Mortimer auch. Über Mortimer bin ich informiert. Ich habe sein Bild über seine Kolumne in der Zeitung gesehen. Er hat ja seine widerlichen Talente so richtig weiterentwickelt. Wir sind sehr stolz auf Mortimer. Also, Jonathan, es hat uns sehr gefreut, dich wieder einmal gesehen zu haben. Gott segne dich, Tante Martha. Es ist ein großartiges Gefühl, wieder zu Hause zu sein. Martha, ich glaube, unser Essen brennt an. Ja, entschuldige uns einen Moment, Jonathan. Aber wenn ihr es eilig habt, dann könnt ihr auch gleich gehen. Und Johnny, was machen wir jetzt? Wir dürfen nicht mehr allzu lange warten. Die Bullen haben sehr gute Bilder von diesem Gesicht. Ich muss mich sofort operieren. Außerdem brauchen wir einen eigenen Platz für Mr. Spinalzo. Mach dir wegen der Ratte keine Sorgen. Johnny, Johnny, wir haben noch eine Leiche im Bad. Vergiss Mr. Spinalzo. Aber auf dem Rücksitz kann er ja nicht liegen bleiben. Du hättest ihn nicht gleich oben.
bringen sollen. War so ein netter Kerl. Und was machst du? Er hat gesagt, ich sehe aus wie Boris Karloff. Und das ist dein Werk. Das hast du mir angetan. Beruhige mich, Johnny. Wir finden schon ein Plätzchen. Ich mache das alles wieder ganz schnell gut. Na, heute Abend. Johnny, zuerst muss ich was essen. Ich habe Hunger und bin total geschwächt. Ja, Jonathan, es ist nett, dass du dich an uns erinnerst und dir die Mühe gemacht hast, uns zu besuchen. Ja, aber du warst ja nicht wirklich glücklich in diesem Haus und wir waren schon gar nicht glücklich, als du hier warst. Deswegen wollen wir uns jetzt von dir verabschieden. Tante Abby, deine Gefühle für mich überraschen mich nicht. Ich habe lange und oft bedauert, dir als Kind so viel Kummer bereitet zu haben. Du hast uns das Leben weiß Gott schwer gemacht. Es tut mir nur leid für Dr. Einstein. Ich habe ihn nämlich ohne Rücksicht auf unsere knappe Zeit hierher gebracht, damit er Tante Marsas hohe Kochkunst kennenlernt. Oh, das tut mir aber leid. Ich glaube, wir haben gar nicht genug im Haus. Aber Abby, es ist doch ein großer Schmarrn. Schmarrn. Das ist doch das Mindeste, was wir tun können. Danke, Tante Martha. Wir bleiben gern zum Abendessen. Na gut, dann beeilen wir uns wenigstens. Ja. Jonathan, wenn du dich frisch machen möchtest, benutze bitte das Bad im Großvaters alten Labor. Das gibt's auch noch. Na, selbstverständlich, genauso wie er es verlassen hat. Ich helfe jetzt Martha in der Küche. Wir haben es doch alle ein bisschen eilig. Hauptsache, es gibt bald was zu essen. Großvaters Labor. Noch genauso wie es war. Doktor? Wir haben einen idealen Operationsraum. Schade, dass wir ihn nicht benutzen können. Wenn du mich hier operiert hast, dann können wir hier ein Vermögen machen. Das Labor, dazu das große Krankenzimmer auf dem Dachboden. 10 Betten, Doktor, und Brooklyn schreit nach deinem Talent. Moment mal, Johnny, deine Tanten wollen uns hier nicht. Sind wir zum Abendessen eingeladen oder nicht? Ja, aber nach dem Essen. Überlass das mir, Doktor, ich mach das schon. Dieses Haus wird für die nächsten Jahre unser Hauptquartier. Schön wär's. Es ist so ein stilles, feines Haus. Und deine Tanten sind so reizende alte Damen. Ich hab sie schon richtig lieb gewonnen. Ich hol uns den Koffer rein, ja? Moment, Doktor. Wir müssen schon warten, bis sie uns bitten zu bleiben. Aber du hast doch gerade gesagt... Sie werden uns bitten zu bleiben. Und wenn sie es nicht tun? Aber, Doktor, zwei hilflose ältere Damen. Oh, ein wundervoller Traum würde für mich wagen. Hoffentlich träumst du nicht. Es ist so friedlich hier. Das macht dieses Haus ja so ideal für uns. Es ist hier so friedlich. Die letzten 5 Jahre in Chicago waren die bewegteste und zugleich glücklichste Zeit meines Lebens. Und von Chicago ging es weiter nach South Bend, Indiana. Was in Indiana passiert ist, wird Sie sicher nicht interessieren. Tja, Jonathan, du führst wirklich ein sehr interessantes Leben, da bin ich mir sicher. Aber wir hätten dir nicht erlauben sollen, so viel mit uns zu planen. Mein Zusammentreffen mit Dr. Einstein in London hat, das muss ich sagen, mein ganzes Leben verändert. Du erinnerst dich, ich war in Südafrika im Diamantengeschäft und dann in Amsterdam auf dem Diamantenmarkt. Und ich wollte wieder zurück nach Südafrika. Und Dr. Einstein machte es möglich für mich. Das war gute Arbeit, Johnny. Als er die Bandagen abnahm, sah sein Gesicht so anders aus, dass uns die Krankenschwester erst miteinander bekannt machen musste. Dieses Gesicht habe ich geliebt. Ich habe immer noch ein Foto bei mir. Ja, das sieht ja schon sehr viel ähnlicher. Aber erkennen würde ich dich trotzdem nicht. Wir sollten wieder auf das Gesicht zurückgehen, Doktor. Ja, jetzt ist es wieder sicher, Johnny. Ja, jetzt war ich erbeutet ja gerade nach...
wohin ihr auch immer wolltet. Nach diesem herrlichen Abendessen bin ich so teuer, dass ich mich außerstande sehe, auch nur noch einen Muskel zu bewegen. Ja, es ist richtig gemütlich hier. Wie denn auch sei, es ist schon sehr spät. Und ich hab's gefunden! Ich hab's gefunden! Was hast du gefunden, Patty? Die Geschichte meines Lebens, meine Biografie. Sehen Sie, Herr General, das ist das Bild, von dem ich Ihnen erzählt habe. Das sind wir. Alle beide, Präsident Roosevelt und General Goodles auf Culebra Cut. Das bin ich, Herr General. Und das sind Sie. Holla, wie ich mich verändert habe. Sehen Sie, diese Aufnahme ist doch noch gar nicht gemacht worden. Wir haben ja noch gar nicht begonnen, am Culebra-Abbruch zu arbeiten. Wir sind immer noch bei den Schleusen, Herr General. Und jetzt gehen wir beide nach Panama, um die neue Schleuse zu inspizieren. Nein, Teddy, nicht nach Panama. Wir gehen ein andermal. Panama ist so weit weg. Blödsinn! Das gleiche unten im Keller. Im Keller? Wir lassen ihn im Panama-Kanal im Keller graben. General Cousins, als Präsident der Vereinigten Staaten, Oberbefehlshaber der Land- und Seestreitkräfte und als der Mann, der sie in dieses angehieft hat, befehle ich Ihnen, mich jetzt bei der Inspektion der Schleusen zu begleiten. Teddy, ich glaube, es wird Zeit, dass du ins Bett gehst. Entschuldigen Sie? Wer sind Sie eigentlich? Ich bin Woodrow Wilson. Geh ins Bett. Nein. Sie sind nicht Wilson. Aber Ihr Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor. Na, lassen Sie mich nachdenken. Nein, Sie sind niemand, den ich zurzeit kenne. Ja, aber vielleicht später auf meiner Safari durch Afrika. Ja, stimmt, genau. Sie sehen aus wie jemand, den man im Dschungel begegnen könnte. Das ist mein Bruder Jonas Liebling. Er hat sich ein neues Gesicht machen lassen. So ist das alles. Manipuliert die Natur. Naja, vielleicht ist es wirklich besser, du gehst ins Bett, Teddy. Jonathan und Dr. Einstein müssen jetzt auch zurück in die Hotel. General Gusses, inspizieren Sie den Kanal. Jawohl, Mr. Präsident. Auf nach Panama. Bravo, bravo. Folgen Sie mir, Herr General. Und im Süden, Sie verstehen. Na dann, von Voyage. Tante Abby, ich muss dich berichtigen. Du hast vorhin von unserem Hotel gesprochen. Wir haben kein Hotel. Wir sind direkt hierher gekommen. Es gibt da ein kleines, nettes Hotel. Tante Martha! Hier ist mein Zuhause. Aber Jonathan, du kannst wirklich nicht hierbleiben. Wir brauchen die Zimmer selbst. Ihr braucht sie selbst? Ja, für unsere Untermieter. Es gibt Untermieter im Haus? Zurzeit nicht. Martha! Aber wir werden welche bekommen. Dann ist mein altes Zimmer ja noch frei. Aber Jonathan, es ist gar kein Platz für Dr. Einstein. Er wird sich das Zimmer mit mir teilen. Nein, Jonathan, nicht wirklich. Du kannst wirklich nicht hierbleiben. Dr. Einstein und ich brauchen einen Platz zum Schlafen. Ihr habt euch doch heute Nachmittag sehr genau daran erinnert, wie unangenehm ich als Kind sein konnte. Es wäre sicher für keinen für uns ein Vergnügen. Vielleicht sollten wir sie doch hier übernachten lassen. Aber nur für eine Nacht, Jonathan. Abgemacht. Wenn ihr jetzt so freundlich wärt und das Zimmer herrichten könntet. Es muss nur ein bisschen gelüftet werden. Ja, es ist immer in bester Ordnung, wegen der Untermieter. Ich glaube, Dr. Einstein und dir wird das Zimmer gefallen. Mit Dr. Einstein habt ihr einen sehr berühmten Gast. Ich fürchte nur, ihr wisst seine Fähigkeiten nicht wirklich zu schätzen. Aber das wird sich bald ändern. In ein paar Wochen werdet ihr einen ganz neuen Jonathan sehen. Er kann dich hier nicht operieren. Wenn wir uns hier eingerichtet, also ich meine, wenn wir die Praxis eröffnet haben. Das habe ich ganz vergessen zu sagen. Wir wollen Großvaters Labor in einen Operationssaal verwandeln. Wir erwarten hervorragende Geschäfte. Jonathan, wir werden es nicht zulassen, dass du unser Haus in ein Hospital verwandelst. Ein Krankenhaus? Um Himmels Willen, nein. Es wird ein Schönheitssalon. Jolly, Jolly, doch den Keller. Doktor?
Bekannten haben uns gerade eingeladen, bei Ihnen zu wohnen. Oh, du hast es geschafft. Na ja, Sie können eine Nacht hier schlafen. Macht jetzt sofort das Zimmer fertig. Also, aber nur für eine Nacht. Johnny, weißt du, was ich im Keller gefunden habe? Was? Den Panama-Kanal. Den Panama-Kanal? Mist, das bin also fast genau hinein. Teddy hat ein Loch gebuddelt, 6 Fuß lang, 4 Fuß breit. Da unten? Ja, als hätten Sie gewusst, dass wir Mr. Benalzo mitbringen würden. Das nenne ich wahre Gastfreundschaft. Eine lustige Vorstellung. Von nun an haben meine Tanten auch eine Leiche im Keller. Wie kriegen wir ihn da runter? Ja, wir können ihn ja schlecht einfach zur Tür hereinbringen. Wir parken den Wagen zwischen dem Haus und dem Friedhof. Und wenn alle im Bett sind, holen wir ihn zum Fenster ein. Bett? Stell dir vor, wir haben heute Nacht ein Bett. Langsam, Doktor! Denk dran, du musst morgen operieren und diesmal bleibst du besser trocken. Johnny, ich werde dich wieder wunderschön machen. Wehe, wenn nicht. Jonathan, dein Zimmer ist fertig. Dann könnt ihr jetzt schlafen gehen. Wir packen noch den Wagen hinterm Haus. Aber er steht doch gut, wo er steht bis morgen. Ich möchte nicht, dass er auf der Straße stehen bleibt. Das könnte doch verboten sein. Abby, was macht ihr jetzt bloß? Wir lassen Sie auf keinen Fall länger als eine Nacht in diesem Haus bleiben. Was sollen denn die Nachbarn denken, wenn hier die Leute mit einem Gesicht herein und mit dem anderen wieder herauskommen? Und was machen wir bloß mit Mr. Hopkins? Mr. Hopkins, das ist bestimmt nicht sehr bequem da drin, der Arme. Der war so geduldig. Ich glaube, Teddy sollte ihn besser gleich in den Keller bringen. Aber Jonathan laden wir nicht zur Trauerfeier ein. Auf keinen Fall! Wir warten, bis sie ins Bett gegangen sind und dann gehen wir herunter und halten die Trauerfeier ab. Ah, wieder ein Gruß war hoch erfreut. Er sagt, der Kanal hat genau die richtige Größe. Teddy, Teddy, schon wieder ein neues Geld, lieber Opfer. Ach du meine Güte. Der General wird schockiert sein. Aber wir müssen es ihm ja nicht erzählen. Aber es ist seine Abteilung. Nein, wir müssen es ihm nicht erzählen. Das würde ihm nur den Besuch verderben. Nein, Tante Abby, das liegt nicht in meiner Macht. Er muss informiert werden. Oh. Dienstvorschriften, na du weißt doch. Nein, Teddy, wir müssen es streng geheim halten. Ja? Ein Staatsgeheimnis? Ja, ein Staatsgeheimnis. Versprichst du es? Ihr habt das Wort des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Versprochen ist versprochen und wird niemals gebrochen. Nun, dann wollen wir mal sehen, wie wir die Sache geheim halten können. Teddy, du gehst jetzt hinunter und wenn ich das Licht ausmache, wenn es ganz dunkel ist, dann kommst du herauf und bringst den Anwalt hinunter in den Keller. Los, beeile dich und wir kommen zur Trauerfeier nach. Ihr könnt ruhig auch bekannt geben, dass der Präsident ein paar Worte sagen wird. Wo liegt er denn, der arme Teufel? In der Fenstertruhe. Ah, scheint sich auszubreiten. Bisher hatten wir dort noch keinen Fall von Gelbfieber. Gelbfieber. Wenn Jonathan und Dr. Einstein zurückkommen, dann müssen wir zusehen, dass wir sie sofort ins Bett schicken. Ja, und während sie einschlafen, haben wir genügend Zeit, uns umzuziehen. Ach, Abby. Ich habe ja Mr. Hopkins noch gar nicht gesehen. Ja, du meine Güte, du warst im Mund. Komm mit, schau dir an. Fein, Mädchen, jetzt sieht er ziemlich gut aus. Wir bringen nur das Gepäck ein. Und schon wissen, eure Zimmer sind fertig. Ihr könnt gleich nach oben gehen. Ich glaube, unsere Erinnerung-Uhr tickt anders als die Uhr hier im Boden. Aber ihr beiden könnt ja schon ins Bett gehen. Aber ihr zwei seid doch bestimmt sehr müde. Wir gehen nämlich nie so früh ins Bett. Das solltet ihr aber. Höchste Zeit, dass ich wieder nach Hause komme und mich um euch kümmere. Wir gehen nicht ins Bett, Monsieur. Tante Wasser! Habe ich nicht eben deutlich gesagt? Geh endlich ins Bett! So. Jetzt gehen wir alle ins Bett. Die Instrumente können wir morgen ins Labor bringen. Alles klar, Tante Abby. Ich warte, bis ihr oben seid, dann mache ich das Licht aus. Nein, Tante Abby, jetzt gleich. Mach das Licht aus. Ich komme gleich rauf.
Eine Anordnung des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Pause. Sehr verehrte Kabinettsmitglieder, der Präsident bittet um absolute Ruhe. Nein, sie spricht die Wahrheit, schon hier können Sie laufen lassen, ne? Ich glaube, sie lügt.
Sie bricht mitten in der Nacht in fremde Häuser ein. Ich glaube, sie ist gefährlich. Man sollte sie nicht feiern. Die Beisetzung erfolgt in aller Stille. Teddy, Teddy, sag diesen Männern nicht, bitte. Das ist meine Tochter. Attacke! Nein, nein, Teddy, nein! Ich hab nur ein Taschenbuch. Geht auf euer Zimmer, habt ihr nicht verstanden? Martin! Ellen! Warum machst du so lange? Ich im Nora Bates Theater. Aber das hätte ich besser lassen sollen. Mein Gott, ich glaube, ich bin immer noch dort. Das ist dein Bruder Jonathan und das ist Dr. Einstein. Ich weiß, dass es kein Albtraum ist, aber was ist es dann? Ich bin wieder nach Hause gekommen, Mortimer. Wer war das doch gleich? Dein Bruder Jonathan, er hat sich das Gesicht machen lassen. Dr. Einstein hat die Operation durchgeführt. Jonathan, ja, du warst immer der totale Horror für mich. Aber sag mal, musst du jetzt auch noch so aussehen? Mortimer, hast du etwa schon vergessen, was ich mit dir gemacht habe, als wir noch Jungs waren? Am Bettpfosten gefesselt, die Nadeln unter deinen Fingernägeln. Mein Gott, das ist schon es. Ja, das ist schon es. Ich erinnere mich an dich. Ich erinnere mich an dich als das widerlichste, gemeinste, ekelhafteste Lebewesen, das ich überhaupt kenne. Also Jungs, müsst ihr denn gleich beim Wiedersehen streiten? Es wird keinen Streit geben, Tante Abby. Jonathan, du bist ja unerwünscht. Also raus hier. Man hat uns gebeten, hier zu bleiben. Nicht in diesem Haus. Nur heute Nacht. Ich will ihn doch nicht in meiner Nähe haben. Ja, aber wir haben Sie eingeladen, hier zu übernachten. Und es wäre nicht nett, nicht Wort zu halten. Na gut, aber nur für eine Nacht. Und morgen früh heißt dann raus hier. Wo schlafen Sie? In Jonathan alten Zimmer. Nein, das ist doch jetzt mein Zimmer. Da schlafe ich. Ich bleibe doch heute Nacht. Oh, da bin ich aber froh. Johnny, dann schlafen wir hier unten. Ja, darauf könnt ihr Gift nehmen. Du nimmst das Sofa und ich die Sitzbank am Fenster. Ach, die Sitzbank. Ja, genau. Warum streiten? Die reicht doch auch für eine Nacht. Ich werde dort schlafen. Johnny, während dieser ganzen Streiterei muss ich plötzlich an Mr. Spinal so denken. Mr. Spinal so? Ach ja, Mortimer, wir wollen ja keine Umstände machen. Wir schlafen heute Nacht hier unten. Jonathan, deine plötzliche Sorge um mich klingt ja nicht sehr überzeugend. Komm, Johnny, wir holen unsere Sachen aus dem Zimmer. Ach, keine Umstände, Doktor. Nebenbei gesagt, Doktor, ich habe Mr. Spinalzos Spur total verloren. Wer ist Mr. Spinalzo? Ach, mein Freund von uns, den Johnny sehr vermisst. Also bring nicht noch mehr Leute hierher. Schon gut, Johnny, komm, während wir packen, erzähl ich dir alles. Mortimer, du brauchst wirklich nicht hier unten schlafen. Ich ziehe zum Abend und dann kannst du mein Zimmer haben. Kein Problem, Tante Abby. Wir haben in ein paar Minuten gepackt. Dann kannst du dein Zimmer haben, Mortimer. Macht euch doch deswegen keine Umstände. Ich hab doch gesagt, ich schlafe hier unten. Mortimer! Liebling, was ist denn mit dir los? Man hat mich fast umgebracht. Man hat dich was wagen? Abby? Martha? Nein, das war schon lustig. Er hat schon mal einen Reiter gehalten. Nein, das war ganz anders. Er ist mir so glücklich, Mortimer. Ich habe Angst vor ihm. Zitterst ja. Sag mal, ihr beiden, habt ihr vielleicht irgendwo Riechsalz im Haus? Nein, aber vielleicht ein Tee oder Kaffee. Kaffee, ja genau, das ist gut. Ja, ich brauche auch einen und ein paar Sandwiches. Wir haben heute noch nichts gegessen. Martha, eigentlich könnten wir unsere Hüte doch gleich hier unten lassen. Was? Sag mal, ihr wollt doch nicht etwa jetzt noch ausgehen. Wisst ihr denn nicht, wie spät es ist? Es ist schon nach 12. 12!
L.A., du musst jetzt nach Hause gehen. Was? Du wolltest doch eben noch, dass wir euch ein paar Sandwich machen. Das geht doch auch ganz schnell. Du weißt doch, wir wollen so gern mit euch die Verlobung feiern. Und genau das machen wir. Wir machen euch was Schönes zum Abendessen. Und dazu eine Flasche Wein. Na gut, meinetwegen. Kein Wein! Warte mal, was geschieht in diesem Haus? Ach, was soll das denn jetzt heißen, was geschieht in diesem Haus? Ach, du wolltest mich heute Abend ins Theater und zum Essen einladen, das hast du abgesagt. Dann hast du mir einen Heiratsantrag gemacht, ich habe ja gesagt und 5 Minuten später hast du mich aus dem Haus geworfen. Heute Nacht, kurz nachdem dein Bruder versucht hat, mich zu erwürgen, jagst du mich schon wieder aus dem Haus. Und jetzt hören Sie mal genau zu, Mr. Brewster. Ich möchte wissen, wo ich stehe, bevor ich gehe. Liebst du mich? Ja, natürlich liebe ich dich. Weißt du, genauer gesagt liebe ich dich sogar so sehr, dass ich dich gerade eben deswegen nicht heiraten kann, Darling. Bist du jetzt auch total verrückt? Nein. Aber weißt du, es ist wahrscheinlich nur noch eine Frage der Zeit. Weißt du, der Wahnsinn war immer in unserer Familie. Aber jetzt galoppiert er geradezu. Und deswegen kann ich dich eben nicht heiraten, Darling. Na, hör mal, da musst du dir schon was Besseres einfallen lassen. Weißt du, dies Bruce, das hat eine seltsame Anlage im Blut. Wenn du unsere Familie erst richtig kennen würdest, weißt du, das ist wie, als ob ich eigentlich... Stell dir vor, Strindberg hätte eine Komödie geschrieben. Nur weil Teddy ein bisschen... Nein, das reicht doch schon viel weiter zurück. Weißt du, der erste Brewster, der damals mit der Mayflower hierher kam, der war schon so. Normalerweise ist es ja so, dass die Indianer die Siedler skalpieren. Bei denen ist es genau anders. Er skalpiert den Indianer. Nein. Das reicht schon viel weiter zurück. Nehmen wir nur mal unseren Großvater hier. Er hat seine medizinischen Patente an Toten ausprobiert, nur weil er sicher gehen wollte, dass sie niemanden umbringen. Ja, aber so verrückt kann er nicht gewesen sein. Er hat Millionen verdient. Und dann noch Jonathan. Jonathan, du hast halt gesagt, dass er total verrückt ist. Auch er hat versucht, dich umzubringen. Ja, aber das ist doch dein Bruder und nicht. Und dann noch Teddy. Teddy, er glaubt, er sei Roosevelt. Nein, Karl, nein. Kein Brewster sollte heiraten. Keiner. Heute weiß ich, dass ich selbst meinen eigenen Vater davon abgehalten hätte, wenn wir uns nur rechtzeitig begegnet wären. Aber Liebling, das alles beweist doch noch lange nicht, dass du auch verrückt bist. Schau mal deine Tanten an, das sind doch auch Brewsters, oder? Das sind die nettesten und vernünftigsten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Ja, tja, aber auch sie haben so ihre kleinen Eigenheiten. Ja, was für wundervolle Eigenheiten. Großzügigkeit, Hilfsbereitschaft und Menschenliebe. Aber, weißt du, Elaine, du musst jetzt nach Hause gehen. Weißt du, es ist ein neues Problem aufgetaucht. Wo? Wir sind doch hier ganz allein. Weißt du, aber die Brewsters haben eine seltsame Anlage im Blut. Und du weißt ja, dass ich im Moment nicht gerade rational bin. Aber schreib es einfach der Tatsache zu, dass ich ein verrückter Brewster bin. Wenn du glaubst, dass du dich aus der Affäre ziehen kannst, indem du behauptest, verrückt zu sein, dann bist du verrückt. Vielleicht wirst du mich nicht heiraten, aber ich werde dich heiraten, weil ich dich liebe, du Spinner. Und wenn du mich liebst, dann verschwinde endlich. Ach, Mortimer, du könntest mich wenigstens nach Hause bringen. Ich habe nämlich Angst. Angst? Den kurzen Weg über den Friedhof? Ach, Mortimer,
Gibst du mir noch einen Gute-Nacht-Kuss? Ja, natürlich. Gute Nacht, Darling. Ich rufe dich morgen wieder an. Oh, du Kritiker! Aus diesem Grund gebe ich dir die Chance, aus diesem Haus hier auf den schnellsten Wege zu verschwinden und den Beweis mitzunehmen. Mehr kannst du nicht verlangen. Auch gut. Ja, auch gut. Dann muss ich jetzt eben die Polizei anrufen. Hände weg vom Telefon. Du gibst mir Befehle. Obwohl du gesehen hast, was mit Mr. Spinalzo passiert ist. Spinalzo? Ein Ausländer, ich wusste es. Vergiss dich, Mortimer. Was Spinalzo passiert ist, kann auch dir passieren. Oh, Miss Harada, kommen Sie doch. Hallo, Miss Abby. Ich habe gesehen, dass das Spiel noch nicht brennt und dachte mir, vielleicht ist jemand krank.
Oh, Sie haben Besuch. Na, da will ich nicht weiter stören. Aber nein, kommen Sie doch rein, kommen Sie rein. Ja, kommen Sie doch herein. Kommen Sie rein, Miss O'Hara. Das ist unser Neffe Mortimer. Freut mich sehr. Und das ist Jonathan, der andere Neffe. Freut mich. Ups, sah sehen. Das muss doch sehr schön sein, wenn die Neffen zu Besuch sind. Werden Sie eine Weile bleiben? Ich bleibe. Mein Bruder Jonathan wollte gerade abreisen. Sagen Sie, kenne ich Sie nicht nur von früher? Ich fürchte, nein, Jonathan war viele Jahre nicht mehr zu Hause. Sagen Sie sicher? Sein Gesicht kommt mir bekannt vor. Na, vielleicht habe ich ja irgendwo mal ein Foto von ihm gesehen. Das glaube ich nicht. Ja, ja, Jonathan, an deiner Stelle würde ich mich auch beeilen. Deine Koffer sind ja wohl sowieso schon gepackt, nicht wahr? Ach, Sie wollten sich endlich in Ruhe verabschieden. Da möchte ich nicht weiter stören. Ach nein, mal bleiben Sie ruhig hier. Wozu die Eile? Mein Bruder muss gleich fort sein. Nein, 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 ich wollte wirklich nur ganz kurz vorbeischauen, ob alles in Ordnung ist. Aber eine Tasse Kaffee können Sie doch noch mit uns trinken. Ja, muss gleich fertig sein. Ich habe den Kaffee vergessen. Und ich mache ein paar Sandwiches mehr. Inzwischen kenne ich ja Ihren Appetit, Miss O'Hara. Keine Umstände. Ich muss mich in ein paar Minuten sowieso auf dem Revier melden. Nein, Sie können doch ruhig noch eine Tasse Kaffee mit uns trinken. Er muss gleich fertig sein. Hier nehmen Sie doch Platz. Kommen Sie her. Sagen Sie, kann es nicht doch sein, dass ich irgendwo mal ein Foto von Ihrem Bruder hier im Haus gesehen habe? Ach nein, das glaube ich nicht. Sind Sie sicher? Er erinnert mich an jemanden. Ja, er sieht vielleicht aus wie jemand, den Sie schon mal im Kino gesehen haben. Nein, 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 nein. Ich gehe nicht ins Kino. Ich hasse es. Meine Mutter sagt immer, das Kino ist eine einzige Fälschung. Was? Ja, es ist voll davon. Was? Ihre Mutter hat das gesagt? Ja, meine Mutter. Die Schauspielerin. Theaterschauspielerin. Vielleicht haben Sie ja mal von ihr gehört. Peaches Latour. Ja, es könnte durchaus sein, dass ich den Namen schon mal in einem Programmheft gelesen habe. Sagen Sie mal, was hat sie denn so gespielt? Also, ihr großer Helfer Martin, den hat sie 3 Jahre lang gespielt. Ich bin während der Tournee auf die Welt gekommen. Am Ende der 3. Spielzeit. Wirklich? Ja, in Sioux City, in Iowa. Bin in der Garderobe geboren. Am Ende des 2. Aktes. Und Mutter hat gespielt. Was für eine Schauspielerin. Das wäre mal eine richtige. Geschichte. Wissen Sie, ich schreibe auch über das Theater. Nein, wirklich? Sie sind doch der Mortimer Brewster, der Theaterkritiker. Genau. Oh Mann, wie fahren Sie, Mr. Brewster. Da bin ich aber wirklich froh, dass ich heute hergekommen bin. Sagen Sie, wussten Sie, wir arbeiten in derselben Branche. Ja, wir beide? Ja, ja, ich bin Lühnautor. Der Polizeijob ist nur vorübergehend. Wie lange sind Sie denn schon bei der Polizei? Naja, 12 Jahre. Aber ich recherchiere für ein Theaterstück. Wird bestimmt ein Knüller. Bestimmt. Bei all den Dramen, die man als Polizisten so erlebt, Mr. Brewster, Sie haben ja keine Ahnung, was in Brooklyn wirklich so passiert. Ich denke schon. Sagen Sie, wie spät ist es eigentlich? 10:50. Oh Mann, da muss ich auf Ihr Revier zurück. Moment mal, O'Hara, sagen Sie mal, bei Ihrem Bühnenstück, könnte ich Ihnen da nicht eventuell vielleicht behilflich sein? Wirklich? Das würde ich nämlich tun. Oh Mann, Mr. Brewster, das ist ja wirklich schick, dass ich heute hergekommen bin. Oh, du bist schon auf dem Weg? Gut. Naja, viel Zeit habt ihr auch nicht mehr, weißt du? Oh, Jonathan, du verlässt uns? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Dr. Einstein. Gehört der Koffer doch nicht auch noch ihm? Ja, Jonathan, das ist richtig. Ja, du kannst jetzt nicht gehen. Nein, ihr müsst wirklich alles mitnehmen. O'Hara, es hat mich wirklich außerordentlich gefreut, dass ich Sie kennenlernen durfte. Wir werden uns bestimmt einmal wiedersehen und dann mit Sicherheit über Ihr Theaterstück reden. Ich gehe noch nicht, Mr. Brewster. Warum nicht? Sie haben mir eben versprochen, mir mein Stück zu helfen. Wir schreiben es gemeinsam. Aber das kann ich nicht machen, O'Hara. Kreativität ist nicht gerade meine Stärke. Ach, ich mache das Kreative und Sie sagen, wie man es schreibt. Ah, O'Hara, Mr. Brewster, ich verlasse diesen Platz nicht, bevor ich nicht meine Geschichte erzählt habe. Unter diesen Umständen, Mortimer, ist es wohl besser, wenn wir jetzt gehen. Das würde ich euch nicht raten. Nein, ihr könnt jetzt nicht gehen. Ihr müsst wirklich alles mitnehmen. O'Hara, sagen Sie mal, müssen Sie jetzt nicht los? Hier, mein Bruder wollte gerade... Ich kann warten. Ich habe 12 Jahre lang gewartet. Es tut mir leid, es hat ein bisschen gedauert. Nein, nicht hier.
O'Hara, sagen Sie mal, möchten Sie uns nicht auf einen Kaffee in die Küche begleiten? Die Küche? Jonathan verlässt uns. Oh, ist das schön. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, in der Küche zu essen. Wo sollen wir denn sonst essen? Herr Jonathan, war nett, dich mal wieder gesehen zu haben. Auf Wiedersehen. Ja, Jonathan, es hat mich wirklich auch außerordentlich gefreut, dass du wieder hierher zurück nach Brooklyn gekommen bist. Und weißt du warum? Weil es mir die Gelegenheit gibt, euch hier rauszuwerfen. Und der Erste, den ich rauswerfe, ist dein Freund, Mr. Spinalzo. Aber Frau Brewster, hey, wir können uns auch gerne hier unterhalten. Ach, ich komme gleich nach. Da hätte ich ja gleich drauf kommen müssen. Wenn du groß bist, schreibst du Theaterstücke mit einem Polizisten. Raus mit euch! Raus! Alle drei! Doktor, die Angelegenheit zwischen meinem Bruder und mir muss jetzt ein für allemal geklärt werden. Johnny, wir haben doch schon genug am Hals. Dein Bruder gibt uns die Chance zu verduften. Mehr kann man doch nicht verlangen. Das verstehst du nicht. Das liegt viele Jahre zurück. Komm, Johnny, wir gehen. Wir gehen nicht. Wir werden heute Nacht hier schlafen. Mit dem Bullen in der Küche und Spinalzo in der Kiste? Wenn das alles ist, was er gegen uns in der Hand hat, wir nehmen Spinalzo, schmeißen ihn in die Bucht, kommen zurück und wenn er dann versucht, sich einzumischen. Johnny! Doktor, du weißt, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe. Ja, wenn du dir was in den Kopf setzt, verlierst du im nächsten Augenblick den Verstand. Brooklyn ist nicht gut für dich. Doktor! Okay, wir müssen jetzt fest zusammenhalten, sonst sitzen wir eines Tages fest. Wenn wir sowieso wiederkommen, brauchen wir dich doch gar nicht erst mitzunehmen. Ja, lass sie hier. Versteck sie unten im Keller, aber beeil dich. Spinalzo verlässt das Haus genauso, wie er hereingekommen ist. Johnny, Johnny, komm schnell! Was ist denn los? Erinnerst du dich noch an das Loch im Keller? Ja. Ja, meine Asse, ja, komm mit, ich zeig's dir. Schau mal, denn. Jonathan! Jonathan! Ja, Mann. Wo habt ihr zwei gesteckt? Hab ich euch nicht gesagt, dass ihr... Wir bleiben hier. Ihr glaubt wohl, ich mache Scherze. Ihr wollt also wirklich, dass O'Hara erfährt, was sich da drin in der Sitzbank befindet? Wir gehen nicht. Auch gut. Ja, auch gut, in Ordnung. Ihr habt es so gewollt. Weißt du warum? So werde ich nämlich dich und O'Hara gleichzeitig los. Officer O'Hara, kommen Sie bitte rein. Wenn du Officer O'Hara erzählst, was sich in der Sitzbank befindet, werde ich ihr sagen, was es unten im Keller gibt. Im Keller? Da liegt ein älterer Herr und der sieht ziemlich tot aus. Ja, sag mal, was hast du da unten im Keller zu suchen? Was hat der da unten im Keller zu suchen? Ich glaube, Ihre Tante möchte die Geschichte auch gerne hören. Nein, nicht hier herein. Sie müssen sich doch erst zurück auf den Revier melden. Ach du Teufel, mit dem Revier. Ich gehe jetzt in die Küche, hole Ihre Tante und erzähle Ihnen all meine Geschichte. Nein, doch nicht vor all den Leuten. Wir setzen uns später irgendwo allein zusammen. Ja, wie wär's mit dem Hinterzimmer von Omelis Bar? Fein. Ja, gut, wir gehen zu Melli. Aber erst melden Sie sich zurück auf die Revier. Warum geht ihr beide nicht in den Keller? Oh, der Keller wäre für mich auch okay. Geht's da in den Keller? Nein, nein, wir gehen zu Melli. Aber erst melden Sie sich zurück auf dem Revier. Gut, aber ich brauche nur ein paar Minuten. Ich freue mich schon. Ich fertige jetzt den Burschen da draußen ab. Und bin in 5 Minuten wieder zurück. Ich erwarte, dass ihr beide dann verschwunden seid. Nein, nein, ihr wartet auf mich. Wir werden auf ihn warten. Auf eine Chance wie diese habe ich all die Jahre gewartet. Wir haben ihn genau da, wo wir ihn haben wollten. Sah nicht richtig schuldbewusst aus. Bring unsere Sachen aufs Zimmer, Doktor. Sind Sie weg? Oh! Oh, Mortimer, aber der wird auch gleich wieder hier sein. Gibt's in der Küche noch was zu essen? Ich glaube, Dr. Einstein und ich könnten noch einen Happen vertragen. Dafür werdet ihr keine Zeit mehr haben. Nein, wenn
wie er noch hier sagt, wenn Mortimer zurückkommt, wird ihm das gar nicht gefallen. Das wird ihm gefallen. Es wird ihm gefallen müssen. Macht uns was zu essen und wir begraben uns den Leichen im Keller. Oh nein! Nein, er darf nicht in unserem Keller bleiben. Jonathan, du musst ihn mitnehmen. Ein Freund von Mortimer wartet dort unten auf ihn. Ein Freund von Mortimer? Er und Mr. Spinazzo werden sich gut miteinander vertragen. Sie sind beide tot. Oh, er muss Mr. Hoskins meinen. Mr. Hoskins? Von ihm da unten? Aber natürlich! Das ist aber kein Freund von Mortimer, sondern das ist einer unserer Gentlemen. Ihre Gentlemen? Und wir werden keinen Fremden in unserem Keller begraben. Ja, aber Mr. Hoskins... ist kein Fremder für uns. Außerdem ist gar kein Platz für Mr. Spinazzo. Der Keller ist völlig überfüllt. Es sind jetzt 12 Gräber da unten. 12 Gräber? Das lässt uns wenig Platz und wir werden ihn noch brauchen. Soll das heißen, du und Tante Martha, ihr habt sie alle umgebracht? Umgebracht? Bestimmt nicht. Es handelt sich hier um eine unserer Wohltätigkeiten. Wir haben doch frei nach Nächsten, liebe Matan. Und jetzt raus mit eurem Mr. Spinazzo. Ihr habt das getan hier in diesem Haus und ihr habt sie alle da unten begraben. Johnny, uns hat man um die ganze Welt geehrt. Deine Tanten sind hier in Brooklyn geblieben und haben genau das Gleiche getan. Was? Du hast 12 und sie haben 12. Ich habe 13. Du hast 12. Da wären Spinazzo. Dann der erste in London, dann 2 in Johannesburg, einer in Sydney, einer in Melbourne, 2 in San Francisco, einer in Phoenix, Arizona. Phoenix? Ja, der an der Tankstelle. 3 in Chicago und dann noch der in South Bend. Das sind 13. Nein, nein, der in South Bend selbst nicht. Der ist an einer Lungenentzündung gestorben. Die hätte er nicht bekommen, wenn ich ihn nicht angeschossen hätte. Nein, er ist an einer Lungenentzündung gestorben. Der zählt nicht. Für mich schon, deshalb sind es 13. Nein, 12. Du hast 12 und sie haben 12. Die beiden alten Damen sind genauso gut wie du. Nun, so sind sie das. Das lässt sich ganz schnell korrigieren. Ich brauche nur noch einen, sonst nichts. Nur noch einen mehr. So, da bin ich wieder. Abby, Martha, geht sofort nach oben. Das, was ihr tut, ist völlig sinnlos, weil ihr es ja doch wieder rückgängig machen müsst. Ich sage euch, wir erlauben es nicht. Es ist besser, wenn ihr gleich damit aufhört. Also gut, ihr werdet es noch kapieren. Wem dieses Haus gehört. Ich warne euch, hört auf damit. Martha, wo ist denn eigentlich Fortuna? Ich weiß auch nicht, aber irgendwas führt ihr im Schild. Vorhin hat er zu Jonathan gesagt, wart's nur ab. Das erledige ich schon. So, das wär's. Oh. Und wo ist Teddy? Mortimer, wo bist du so lange gewesen? Ja, drüben bei Dr. Giltrace. Ich brauchte doch noch seine Unterschrift auf Teddys Einweisungspapieren. Mortimer, ich verstehe dich nicht. Mitten in der Nacht herumzurennen und Papiere unterschreiben zu lassen. Weißt du, was Jonathan tut? Da liegen Mr. Hoskins und Mr. Spinazzo zusammen. Na lass ihn doch. Wie ist Teddy auf seinem Zimmer? Ja, aber er wird dir keine große Hilfe sein. Wenn er erst seine Einweisungspapiere unterschrieben hat, erst dann kann ich mich mit Jonathan befassen. Was haben denn die Papiere damit zu tun? Ja, ihr musstet ja Jonathan unbedingt von den 12 Gräbern da unten erzählen. Ja, wenn ich nun Teddy dafür verantwortlich machen kann, seid ihr nicht mehr gefährdet. Versteht ihr das? Nein, das tue ich nicht. Und außerdem bezahlen wir Steuern, damit uns die Polizei beschützt. Und wenn du wegen des Kriminals zu nichts unternimmst, dann werden wir das tun müssen. Okay, okay. Ich werde etwas unternehmen. Vielleicht ruft er ja auch die Polizei dann später. Aber ich möchte wenigstens darauf vorbereitet sein. Du musst dafür sorgen, dass Jonathan sofort unser Haus verlässt. Und Mr. Spinazzo auch. Bitte, bitte würdet ihr mich das auf meine Art erledigen lassen. Mein Gott, ich muss doch zuerst mit Teddy sprechen. Wenn Sie bis morgen früh das Haus nicht verlassen haben, Mortimer, dann werden wir die Polizei rufen. Oh, sie werden weg sein. Sie werden garantiert weg sein, das verspreche ich euch. Bitte, bitte geht jetzt zu Bett.
und zieht diese fürchterlichen Kleider aus. Mein Gott, ihr seht ja aus wie zu Halloween. Ach, Abby, er ist doch manchmal ein Trost für uns. Jetzt, wo Mortimer etwas unternimmt, macht sich Jonathan doch ganz vergebliche Arbeit. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir ihm das sagen. Jonathan, es ist besser, wenn du gleich noch unten aufhörst. Schon alles erledigt. Oh. Habe ich nicht eben Mortimers Stimme gehört? Dann musst du es wieder rückgängig machen. Ihr werdet bis morgen früh das Haus verlassen haben. Mortimer hat es fest versprochen. In diesem Fall kannst du und Tante Martha ruhig zu Bett gehen und ihr könnt schön ausschlafen. Ja, komm, Abby. Gute Nacht, liebe Tanzen. Nein, nicht gute Nacht, Jonathan, sondern auf Wiedersehen. Weil wenn wir morgen früh aufstehen, dann werdet ihr das Haus verlassen haben. Mortimer hat es fest versprochen. Und er weiß auch schon wie. Dann ist Mortimer also zurück? Ja, oben bei Teddy. Adieu, Jonathan. Adieu, Jonathan. Vielleicht solltet ihr auch Mortimer adieu sagen. Ach, Mortimer wirst du schon noch sehen. Ja. Ich werde Mortimer sehen. Das wäre erledigt. Oh, alles glatt wie ein Teich. Kein Mensch kommt auf die Idee, dass wir da unten liegen. Oh, mein Bett ruft. Ich freue mich drauf. 48 Stunden nicht geschlafen. Komm schon, wir legen uns hin. Du hast was vergessen, Doktor. Was? Meinen Bruder Mortimer. Noch heute Nacht? Nein, das erledigt mir morgen oder übermorgen. Noch heute Nacht. Jetzt sofort! Johnny! Schau mich an! Johnny! Es muss heute Nacht getan werden, oder? Ich sehe es, den Blick kenne ich. Okay, wir tun's. Aber schnell, die schnelle Nummer, wie damals in London. Nein, Doktor, das verlangt nach was Spezielles. Ich denke da an die Melbourne-Methode. Nein, nicht die 2 Stunden. Und was war danach? Danach war der Kerl in London genauso tot wie der in Melbourne. Nein. In London musste es schnell gehen. Das war kein ästhetischer Genuss. Aber in Melbourne, ja, daran erinnert man sich gerne. Erinnert man sich gerne? Ich will es nicht. Nicht die Melbourne-Methode, Johnny. Nicht mit mir. Doktor, hol die Instrumente. Nein, Johnny. Wo hast du sie versteckt? Ich sag's dir nicht. Ach ja, unten im Keller, wo genau? Gut, dann hole ich die Ersatzinstrumente aus dem Auto. Bitte tun Sie das nicht, Mr. Präsident. Aber ich kann keine Proklamation unterzeichnen, ohne vorher das Kabinett zu konsultieren. Aber es handelt sich um ein Geheimabkommen. Eine geheime Proklamation? Wie ungewöhnlich! Japan darf nichts davon erfahren, bevor sie unterschrieben ist! Japan, diese gelben Teufel! Ich werde sofort unterzeichnen! Ich gebe Ihnen mein Wort, das Kabinett wird erst später informiert. Ja! Schreiben wir zur Unterzeichnung! Sie warten hier! Eine geheime Proklamation muss auch im Geheimen unterzeichnet werden. Aber sofort, Mr. Präsident! Ich muss nur noch meinen Signieranzug anziehen. Ach, Sie wollen jetzt gehen? Dr. Einstein, nein, nein, ich warte nur auf etwas Wichtiges. Bitte gehen Sie jetzt! Dr. Einstein, Sie scheinen ja wirklich ein netter Kerl zu sein. Nein, nein, ich hab nichts gegen Sie. Und deshalb befolgen Sie jetzt meinen Rat und verschwinden aus diesem Haus. So schnell wie möglich und vor allem so weit weg wie möglich. Sie verschwinden schnell. Aber sagen Sie nachher nicht, dass ich Sie nicht davor gewarnt hätte. Ich warne Sie, verschwinden Sie jetzt. Es kann jeden Moment losgehen. Hören Sie, Johnny ist in ganz böser Stimmung und wenn er so ist, dann dreht er doch. Dann geschehen Dinge, grausame Dinge. Ach, vor Jonathan habe ich doch überhaupt keine Angst mehr. Herr im Himmel, lernen Sie denn gar nichts aus all den Theaterstücken, die Sie andauernd anschauen? Lernen? Worüber? Auf der Theaterbühne reagieren die Menschen vernünftig. Das kann man von Ihnen nicht behaupten. Das glauben Sie wirklich? Dass auf der Theaterbühne die Menschen vernünftig reagieren, ja? Dann sollten Sie sich einmal wirklich ein paar von den Theaterstücken anschauen, durch die ich mich in letzter Zeit hindurchquälen musste. Nehmen wir nur mal dieses kleine Stück von heute Abend. Es handelt von einem Mann. Angeblich intelligent. Dieser Mann weiß, dass er zusammen mit Mördern in einem Haus ist. Ja,
Er wurde sogar zuvor davor gewarnt, dieses Haus auf dem schnellsten Weg zu verlassen. Aber glauben Sie, er geht? Nein, Dr. Einstein, er bleibt. Und jetzt frage ich Sie allen Ernstes. Würde so etwas ein auch nur annähernd intelligenter Mann denn tun? Das fragen Sie mich. Die Situation jagt ihm nicht einmal Angst ein. Nicht die geringste. Er ist nicht auf der Hut. Nein, das Ganze geht sogar so weit, dass der Mörder ihn auch noch bittet, sich hinzusetzen. Etwas so. Wollen Sie nicht Platz nehmen? Ob Sie es glauben oder nicht, genauso hat er das gesagt. Und was hat er getan? Er hat sich hingesetzt. Ja, er setzte sich und hat darauf gewartet, dass man ihn fesselt. Und womit, glauben Sie, hat man ihn gefesselt? Womit? Mit einer Vorhangschnur. Danke. Ja, genau. Gute Idee, sehr praktisch. Ein bisschen zu praktisch. Oh, wann werden diese Theaterautoren denn endlich einmal lernen, ihre eigene Fantasie nur ein kleines bisschen mehr einzusetzen? Mit einer Vorhangschnur. Hat er ihn denn nicht gesehen, wie er sie abgeschnitten hat? Ihn gesehen? Von wegen. Er saß doch mit dem Rücken zu Ihnen. Und so einen Mist muss man sich nun wirklich Abend für Abend im Theater ansehen. Und wenn das Publikum dann nach der Aufführung das Haus verlässt, dann glaubt es, es sind die Theaterkritiker, die das Theater ruinieren. Nein, es sind die Theaterautoren, die ihm den Todesstoß versetzen. Da sitzt er nun, der Riesentrottel, und wartet nur darauf, gefesselt und geknirrt. Sie haben recht, sonderlich intelligent war der Kerl wirklich nicht. Und nun, Mortimer, du hast sicher nichts dagegen. Werden wir das kleine Stück zu Ende spielen. Ich war 20 Jahre fort, aber keinen Moment in all den Jahren mein geliebter Bruder, an dem ich nicht an dich gedacht hätte. In Melbourne habe ich sogar nachts von dir geträumt. Und als ich in San Francisco ankam, spürte ich ein seltsames Gefühl der Befriedigung. Nun war ich wieder im selben Land mit dir. Und jetzt, Doktor, an die Arbeit! Johnny, um einetwillen, die schnelle Nummer! Nein, Doktor! Das verlangt nach einer künstlerischen Hochleistung. Johnny. Wir treten doch hier vor einem Kritiker höchsten Ranges auf. Johnny, Johnny! Doktor! Okay, bring das hinter uns. Es ist alles bereit für dich. Ich muss was trinken. Ich kann das nicht ohne einen Drink. Reiß dich zusammen, Doc. Ich brauche was zu trinken. Als wir heute Nachmittag hier angekommen sind, da war doch irgendwo Wein. Wo ist der? Wo ist der Wein? Ah, hier ist er, Johnny. Schau schon, die Weißwein. Wer ist es denn hier? Ehrlich geteilt. Oh, wir können beide eine brauchen. Moment, Doktor. Wo bleiben denn deine Manieren? Mortimer, jetzt wird mir klar, dass du es warst, der mich hierher nach Brooklyn zurückbrachte. Doktor, auf meinen geliebten, toten Bruder. Das ist eine Szene aus dem Stück, das Sie gesehen haben.
Mensch, das haben die geklaut. Aus dem zweiten Akt von meinem Stück. Sehen Sie, im zweiten Akt von meinem Stück. Gerade als... Ah, es ist besser, ich mache von Anfang an. Also, die Szene beginnt in der Garderobe meiner Mutter, in der ich geboren wurde. Nur, da mein Vater noch nicht geboren. Also da... Ach so. Na, Sie müssen sich das Stück erst bis zum Ende anhören. Also gut, da sitzt sie nur und schminkt sich, als plötzlich ein Mann mit einem schwarzen Schnurrbart durch die Tür kommt. Sich an meine Mutter wendet und sagt, Frau Latour, wollen Sie meine Frau werden? Ja, weiß ich, dass sie schwanger ist. Hilfe! 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 Hilfe!
Trino. Ui. Wir glauben, er wird gesucht. Ihr glaubt also, er wird gesucht, ja? Wenn ihr schon nicht die Steckbriefe im Revier beachtet, dann solltet ihr zumindest den wahren Kommissar lesen. Natürlich wird er gesucht! Indiana! Dort ist er ausgebrochen aus dem Gefängnis, der geisteskranke Schwerverbrecher! Er hat lebenslänglich, genauso haben sie ihn beschrieben. Sieht aus wie Karloff. Gibt's eine Belohnung? Ja, und ich werde meinen Anspruch darauf geltend machen. Der wollte uns in den Keller locken. Hat gesagt, da liegen 13 Leute. Und da habt ihr nicht gleich gemerkt, dass er aus dem Irrenhaus geflohen ist? Doch, doch. Also ich habe mir gleich gedacht, er wird ein bisschen wirr. Unser Shakespeare. Wo haben Sie sich eigentlich die ganze Nacht rumgetrieben? Nein, sagen Sie es mir nicht, ich will es nicht hören. Sir, Lieutenant, ich war die ganze Nacht hier. Ich habe wenigstens ein Theaterstück geschrieben. So. Schafft den Kerl hier raus und seht zu, dass er wieder zu sich kommt. Und versucht herauszubekommen, was mit seinem Komplizen ist. Ja? Na, der Kerl, der ihn zur Flucht geholfen hat, der wird nämlich auch gesucht. Kein Wunder, dass Brooklyn in einem so schlechten Zustand ist, wenn wir lauter Flachteile bei der Polizei haben. So eine Geschichte hereinzufallen, 13 Leichen im Keller. Aber im Keller liegen 13 Leichen. Wer sind denn Sie? Ich bin Präsident Roosevelt. So, wer ist das? Das ist der Kerl der Dritte. Herr Obert, guten Morgen. Nun, Obert, Sie haben zum letzten Mal ins Fahren gestoßen. Ach du meine Güte! Noch ein Opfer des Geldfiebers! Was? Alle Leichen im Keller sind Geldfieberopfer! Nein, nein, das ist ein Spion! Den haben wir im Weißen Haus gefangen! Schafft den Kerl hier raus! Wenn es um das Gehören von Spionen geht, fällt das in mein Ressort! Sie halten sich da raus! Darf ich Sie daran erinnern? Als Präsident bin ich auch Chef der Geheimpolizei! Captain, ich bin Mortimer Brewster. Sind Sie sicher? Captain, ich würde mich gern mal mit Ihnen über meinen Bruder Teddy unterhalten. Sie wissen doch, der mit der Trompete. Also, Mr. Brewster, wir werden uns nicht über Ihren Bruder unterhalten. Der muss weg. Oh, er wird ganz sicher gehen, ja. Ich möchte ja nur, dass Sie wissen, für all das, was in diesem Hause passiert ist, war mein Bruder Teddy verantwortlich. Und dann diese 13 Leichen. Ja, ja, die 13 Leichen im Keller. Nicht genug, dass die Nachbarn alle Angst vor ihm haben. Nein, nicht genug, dass er die Nachtruhe mit seiner Trompete stört. Nein. Aber was glauben Sie, was passiert, wenn diese schwachsinnige Geschichte mit den 13 Leichen ihre Runde macht? Und sagen Sie mal, glauben Sie denn überhaupt, dass irgendjemand diese schwachsinnige Geschichte überhaupt glaubt? Ja, das kann man nie so genau wissen, denn manche sind ganz schön blöd. Entschuldigen Sie bitte. Guten Morgen, Mortimer. Guten Morgen, mein Liebling. Das ist Mr. Witherspoon. Er möchte Teddy kennenlernen. Teddy? Mr. Witherspoon ist der Leiter des Sanatoriums zum fröhlichen Hirten. Oh, ja, kommen Sie rein. Kommen Sie doch rein. Das ist Captain Rooney. Lieutenant Rooney. Es freut mich außerordentlich, Sie kennenzulernen. Sie können ihn heute noch mitnehmen. Heute? Das war mir nicht bekannt. Nicht heute. Elaine, schau, ich habe heute noch sehr viel zu erledigen. Du musst jetzt nach Hause gehen. Was, Mortimer? Keine Ahnung, das ist so eilig. Die Papiere sind bereits unterzeichnet, Sie können ihn gleich mitnehmen. Totale Gehorsamsverweigerung? Er wäre schon noch merken, dass ich kein Weib einbin. Wenn man jetzt schon mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten so umgeht. Wie weit soll es in diesem Land noch kommen? Das ist Ihr Mann, Sir. Mr. President, ich habe ausgezeichnete Neuigkeiten für Sie. Ihre Amtszeit ist zu Ende. Oh,
Haben wir etwa schon den 4. März? Nein, nein! Moment. Ja. Ah, dann geht es jetzt auf eine Safari nach Afrika. Ich werde sofort aufbrechen. Wenn er etwa ins Weiße Haus einziehen, bevor ich ausgezogen bin? Teddy, nein, das ist doch nicht Mr. Teff, Teddy. Das ist Mr. Witherspoon. Er wird auf deiner Safari in Afrika dein Reiseführer sein. Ah, prima, prima. Ich werde sofort meine Ausrüstung runterbringen. Wenn die Jagdgesellschaft kommt, sollen sie unbedingt hier auf mich warten. Ah, auf Wiedersehen, Tante Eddie. Auf Wiedersehen, Tante Martha. Es geht nach Afrika. Ist das nicht wunderbar? Attacke! Guten Morgen, meine Lieben. Oh, wir haben Besuch. Ja, das ist Lieutenant Rooney. Wie geht es Ihnen, Lieutenant? Sie sehen ja gar nicht aus wie so ein Dauernörgler. Das haben die anderen auf jeden Fall immer behauptet. Der Lieutenant ist doch nur hier, Tante Abby, weil Teddy letzte Nacht eben wieder auf der Trompete geblasen hat. Wir werden mit Teddy darüber reden. Also, Miss Brewster, die Sache ist schon etwas ernster. So, ich möchte euch gern Mr. Witherspoon vorstellen. Er ist der Leiter des Sanatoriums zum fröhlichen Herzen. Mr. Witherspoon, wie geht es Ihnen? Sie sind doch hier, um Teddy kennenzulernen. Nein, 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 er ist hier, um ihn mitzunehmen. Ja, Tantchen, die Polizei möchte, dass Teddy dahin geht. Heute. Oh nein, nicht so lange wir leben. Also es tut mir leid, Miss Brewster, aber die Papiere sind bereits unterzeichnet und ihr wird Mr. Witherspoon begleiten. Das werden wir nicht erlauben. Wir können versprechen, Teddy die Trompete wegzunehmen. Wir werden uns nicht von Teddy trennen. Es tut mir leid, meine Damen, aber Gesetz ist Gesetz. Er hat sich selbst eingewiesen und er wird jetzt mitgehen. Wenn Teddy geht, dann gehen wir auch. Ja, dann müssen Sie uns auch mitnehmen. Ja! Ich meine, warum nicht? Das ist ja ganz entzückend von Ihnen, aber das ist unmöglich. Wissen Sie, im fröhlichen Hirten können wir keine normalen Leute aufnehmen. Mr. Witherspoon, wenn Sie uns bei Teddy wohnen lassen, dann werden wir den fröhlichen Hirten in unserem Testament bedenken. Und das sicherlich sehr großzügig. Geld, das könnten wir, weiß Gott, gebrauchen, aber ich fürchte... Meine Damen, ich kann mich nicht den ganzen Tag mit Ihnen beschäftigen. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann und schließlich haben wir in Brooklyn noch einige Morde aufzuklären. Oh, ja. Ja, es dreht sich ja nicht nur alles um die Trompete oder die Nachbarn, die vorher Angst haben. Nein, die Lage, die würde sich verschlimmern und früher oder später wäre ich gezwungen, ihren Keller umzugraben. Unseren Keller? Ja, weil ihr feiner Neffe behauptet, dort unten wären 13 Leichen begraben. Aber sind 13 Leichen im Keller? Und wenn Teddy deswegen weg soll, dann kommen Sie bitte mit. Wir zeigen es Ihnen. Einer davon ist das Pinalzo. Der gehört nicht hierher. Und der muss auch wieder weg. Aber die anderen 12, das sind unsere Gentlemen. Ich denke nicht, dass der Lieutenant zu euch in den Keller hinunter möchte. Stimmt's, Lieutenant? Stimmt's. Die Gräber sind alle markiert. Wir schmücken sie jeden Sommer mit Blumen. Blumen? Also so glauben Sie nicht, dass in Ihrem Sanatorium noch 2 Plätze frei sind für die Damen. Nun. Kommt Sie doch mit uns, wir zeigen Ihnen die Gräber. Ja, ja, meine Damen, ich glaube Ihnen, ja, aber ich bin gerade sehr beschäftigt. Nun, wie ist es, Sir? Ja, Sie müssen wirklich eingewiesen werden. Witherspoon, Teddy hat sich doch auch selbst eingewiesen. Sagen Sie mal, können Sie das nicht auch? Ja, Sie können doch auch die Papiere unterzeichnen. Ja, aber natürlich. Oh, wenn wir bei Teddy bleiben dürfen, dann unterschreiben wir die Papiere. Wo sind Sie? Ja, wo sind Sie denn? Ja, Ken, der Kerl kommt wieder zu sich. Oh, guten Morgen, Mrs. O'Hara. Guten Morgen, Mrs. O'Hara. Sie sind ja auch hier. Ja, guten Morgen. Ja, ich und Klein. Wir haben hier Neffen in der Küche. Also, Witherspoon, Sie lassen die beiden Damen unterzeichnen. Und damit ist für mich die Sache ein für alle Mal erledigt. 13 Leichen im Keller. Unterschreiben hier. Ja! Und du hier, Tante Abby? Ich freue mich jetzt richtig, hier ja. wegzukommen. Die Nachbarn haben sich doch sehr verändert. Und stell dir vor, wie der Rasen vor dem Haus. Oh, wir haben etwas vergessen. Was? Wir brauchen noch die Unterschrift eines Arztes. Oh, Dr. Einstein, kommen Sie doch einfach auf einen kleinen Moment. Bitte, ich muss hier
Nein, Doktor, ich dachte schon, dass der Doktor mich letzte Nacht operieren müsste. Dr. Einstein, treten Sie ruhig nach ran zu mir. Wir möchten Sie nur auf einen kleinen Moment bitten, einige dieser Papiere zu unterzeichnen. Kommen Sie her, unterzeichnen Sie einfach hier. Sie wollen uns verlassen, Doktor? Ich fürchte, ich muss gehen. Wollen Sie nicht auf Jonathan warten? Nein, wir haben ganz verschiedene Ziele. Oh, hallo, Elaine. Schön, dich zu sehen. Bleibst du noch, oder? Keine Sorge, ich bleibe. Hallo, Mac. Ja, Rooney hier. Wir haben den Kerl gefasst, der in Indiana geflohen ist. Ja, aber da war doch noch die Beschreibung von seinem Kompagnon. Die müsste irgendwo auf meinem Schreibtisch liegen. Lies sie mir doch bitte vor. Ja, 1,78 groß, 54 Jahre alt, 140 Pfund schwer, grüne Augen, gibt sich als Arzt aus. Ja, vielen Dank. Lieutenant, es ist alles in Ordnung. Dieser Arzt hat mit seiner Unterschrift gerade alles rechtskräftig gemacht. Doktor! Danke. Sie haben Brooklyn einen großen Dienst erwiesen. Und Sie, Mr. Brewster, unterschreiben als nächster Angehöriger. Selbstverständlich. Hier? Genau da. So, Tantchen, jetzt seid ihr in Sicherheit. Denn damit ist nun alles vollständig. Genau so, wie es das Gesetz eben vorschreibt. Wann sind die Damen denn zur Abreise bereit? Mr. Mrs. Boone, warum gehen Sie nicht nach oben zu Teddy und klären mit ihm, was er alles mitnehmen darf? Nach oben? Ja. Ja, Witherspoon, kommen Sie mit, kommen Sie. Ich zeige Ihnen den Weg. Nein, Mortimer, du nicht, du bleibst bitte hier, wir müssen mit dir reden. Ja, Mr. Witherspoon, einfach nach oben, geradeaus und dann nach links. Ach, Mortimer, da wir jetzt bald ausziehen, gehört dieses Haus jetzt. Ja, egal, Liebling, wir wollen, dass du hier wohnst. Aber Tante Abby, Tante Martha, nein. In diesem Haus stecken nun wirklich zu viele Erinnerungen. Aber du brauchst ein Heim, wenn du mit Elaine verheiratet bist. Aber Tantchen, das ist doch ganz unsicher. Ach was, ganz unsicher? Wir heiraten auf der Stelle. Mortimer, es gibt da etwas, das uns wirklich Sorgen macht. Ja, aber Tante Abby, Tante Martha, euch beiden Hübschen, wird es im fröhlichen Hirten mit Sicherheit gut gefallen. Gar keine Frage, wir freuen uns auch schon darauf. Aber es geht um etwas anderes, wir wollen nur nicht, dass irgendwas schief geht. Wird man die Unterschriften prüfen? Also eins kann ich euch mit Sicherheit versichern. Dr. Einstein wird sie mit Sicherheit nicht nachprüfen. Es geht nicht um Dr. Einstein. Deine Unterschrift. Du hast doch als nächster Verwandter unterschrieben. Ja, warum nicht? Da ist etwas, was wir dir niemals sagen wollten. Aber da du nun ein richtiger Mann bist, und Lee hat auch ein Recht darauf, es zu erfahren. Also, mein Junge, du bist gar kein richtiger Brewster. Deine Mutter kam damals als Köchin zu uns. Und 3 Monate später bist du auf die Welt gekommen. Sie war eine so hervorragende Köchin und so eine liebenswerte Person, dass wir sie auf gar keinen Fall verlieren wollten. Und darum hat unser Bruder sie dann auch geheiratet. Ich bin gar kein richtiger Brewster. Elaine, Liebling, hast du das gehört? Ich bin ein Bastard! ich muss mich, glaube ich, um das Frühstück kümmern. Mortimer, komm mit rüber zu mir. Vater ist nach Philadelphia gefahren. Wir frühstücken zusammen. Ja, Liebling, das ist wirklich eine hervorragende Idee, nicht? Denn nach dieser Nacht kann ich auch einen Kaffee wirklich dringend gebrauchen. Wäre es nicht besser, wenn du ins Bett gehst? Mach ich! Oh, einen Augenblick, Mr. Witherspoon. Aber das hier müssen Sie auch noch
Den Polizeiwagen brauchen wir nicht, wir nehmen meinen. Oh, Jonathan, du verlässt uns? Ja, er geht zurück nach Indiana. Dort gibt es ein paar Leute, die werden sich für den Rest seines Lebens um ihn kümmern. Auf geht's. Jonathan, es ist schön zu wissen, dass du ein Zuhause bekommst. Auf, die Jahre ziehen in den fröhlichen Hirten. Dann sieht dieses Haus jetzt den letzten Brewster. Es sei denn, Mortimer entschließt sich zu bleiben. Darf ich einen Vorschlag machen? Warum schenkt ihr das Grundstück nicht der Kirche? Ach, daran haben wir doch gar nicht gedacht. Es ist ja sowieso schon fast ein Teil des Friedhofs. Bereit ist aber! Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Raus jetzt! Auf Wiedersehen, Tanzens. Mein Rekord kann ich nur nicht mehr verbessern. Ihr aber auch nicht. Eine Genugtuung bleibt mir. Es steht unentschieden. 12-12. Jonathan war schon immer ein schlimmer Junge. Er konnte es noch nie leiden, wenn ihm jemand überlegen war. Ich wünschte, ich könnte ihm beweisen, dass er sich verrechnet hat. Ja. Oh, Mr. Witherspoon, leben Ihre Familie auch im fröhlichen Hirten? Ich habe keine Familie. Dann sehen Sie sicherlich alle Mitbewohner des fröhlichen Hirten als Ihre Familie an. Das werden Sie nicht verstehen. Aber als Leiter einer solchen Institution muss ich Abstand wahren. Dann sind Sie sicher sehr, sehr einsam. Pflicht. Aber Pflicht ist Pflicht. Martha, wenn Mr. Witherspoon schon nicht mit uns frühstücken möchte, dann sollten wir ihm doch etwas von unserem Holunderwein anbieten. Holunderwein? Er ist selbst gemacht. Nun ja. Im fröhlichen Hirten wird unsere Beziehung dann natürlich förmlicher sein. Und unser Wein ist heutzutage schwer zu finden. Ich dachte schon, ich hätte bereits mein letztes Glas getrunken. Aber nein!